Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben VOD-Zuschauer hier auf YouTube. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, dass ihr alle einen schönen Tag hattet. Wir haben einen Tag Supermarktpause gemacht. Der Supermarkt war geschlossen. Zapperlott. Es freut mich, dass ihr alle eingeschaltet habt und generell wirklich ganz viel Liebe nochmal hier auch an alle. Ihr seht's, Emmy, Madame, Lay, wirklich einfach Dankeschön an alle Subscriber hier. Ich fand das bis jetzt eigentlich ganz schön, immer am Anfang so zu zeigen, wer so zuletzt subscribed hat. Marion auch einfach mit der Membership. Papaya sowieso, Lisa. Ich bin euch da wirklich auch sehr, sehr dankbar. Dankeschön für jeden einzelnen Support. Lauchbär auch noch sofort mit dem T2-Sub. Mein Bester. Dankeschön. Und wir sind bei 1762 Subscribern bei YouTube. Guten Abend zusammen, Mulmelkönig, Mulmelkönig. Bro, was? Warte mal. Hatten wir nicht letztens irgendwie 1700... Ja, 50 neue Subscriber sind dazugekommen. Oha. Also das ist Wahnsinn, Mann. Auf jeden Fall Dankeschön für jeden, der sich da draußen entschieden hat, auf meinem Kanal vorbeizugucken. Das ist heftig. Einfach 50 neue Subscriber dazu gekommen seit dem letzten Mal, wo wir gestreamt haben. Und das ist jetzt ein Tag, in einem Tag 50 Abos gemacht. Wow. Das ist heftig. Ich danke euch da wirklich von ganzem Herzen und schön, dass ihr wieder da seid. Krass, Mann. Guten Tag, junge Dame. So, okay, ich glaube auch, es kam jetzt in der Zeit, wo ich nicht gestreamt habe, also den einen Tag, kam jetzt auch, glaube ich, kein Update raus. Das Einzige, was jetzt bei uns, genau, wir haben ja im letzten Stream oder im letzten Video die Tiefkühldinger gekauft, die bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht so gut liefen, ne? Kann das sein? Die sind irgendwie noch gar nicht so super angekommen, leider. Aber ich denke sowieso, wir sollten uns so eine ganze Tiefkühllandschaft bauen irgendwie. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie man die dann am besten hinstellt. Vielleicht irgendwie so immer an den Wänden entlang vielleicht. Keine Ahnung. Oh, du hast schon Tiefkühltruhen. Ja, die haben wir das letzte Mal. Haben wir jetzt Tiefkühltruhen. Und wir werden die auf jeden Fall noch upgraden müssen, denn ja, wir haben hier noch so ein paar Tiefkühlprodukte. Die sind nicht getiefkühlt. Wir werden sie trotzdem verkaufen. Einfach, weil es egal ist. Falls irgendjemand eine Lebensmittelvergiftung bekommt oder so, da haben wir natürlich gar nichts mit zu tun. Okay, also Chat, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal damit an, den Supermarkt wieder ein bisschen aufzuräumen. Oder aufzufüllen, eher gesagt. Das haben wir das letzte Mal nämlich nicht gemacht. So, wir brauchen Öl, Salz. Öl, Salz, Milch bestellen wir erstmal. Und damit geht es dann sofort los. So, Öl... Salz und Milch. Die Kühlkette wurde definitiv eingehalten. Absolut. Macht euch keine Sorgen, Chats. Macht euch keine Sorgen. Bei mir, wie gesagt, Kunde ist sowieso immer König und das ist gar kein Thema. Ihr könnt das alles noch ganz entspannt noch essen. So, hier hatten wir den hier hatten wir einen Wasserschrank gemacht gehabt. Könnte man vielleicht auch noch. Ach du Heiliger. Okay, wir brauchen Puderzucker. Puderzucker ist sehr wichtig. Puderzucker, Nudeln, Mehl. Puderzucker, Nudeln und Mehl brauchen wir auf jeden Fall. Nudeln, Mehl und ich glaube, ja, das ist natürlich jetzt gerade wieder teurer, ne? Ja, dieser Halsabschneider. Okay, aber ich muss erstmal bestellen. Die Kartons sind gekühlt. Genau, die Kartons sind gekühlt. Yoshi hat das schon im Griff. Supermarkt- und Lebensmittelprofi, genauso ist das. Ich finde es schön, dass du an mich glaubst. Ja, ich habe das hier alles. Ich mache das alles aus dem F mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie viele Spielstunden ich jetzt mittlerweile habe. Noch gar nicht so viele. Ich glaube so 14 oder so. Das hält sich eigentlich noch sehr im Bereich des Okayen. Übrigens, Lauchbär, nochmal Dankeschön von Herzen mit dem Tier 2-Sub im 17. Monat. Also da scheppert es aber auch wirklich auf einem ganz anderen Level. Ich danke dir von ganzem Herzen, Mann. Dankeschön, Lauchbär. Hoffe, du hattest einen guten Tag oder generell eine gute Woche. Chat, ich wollte übrigens heute, eine kleine, ich sag mal, Besonderheit mit euch zusammen machen im Supermarkt. Und zwar dachte ich mir so, yo, ne, es eignet sich auch eigentlich immer so cool mit dem Chat und so zu quatschen. Und ich wollte heute, weil ich das einfach lustig finde und weil ich das letztens gemacht hatte für eine Freundin,
Ich wollte in ein Freundebuch mit euch schreiben. Also mit euch zusammen praktisch. Und wir nehmen die Fragen und wir stellen die dann halt eben auch dem Chat, weil ich es irgendwie lustig fand, das auch mal mit euch zusammen zu machen. Ich hatte da gegoogelt, was steht in so einem Freunde-Ding drin. Natürlich jetzt nicht so Sachen wie, Adresse und keine Ahnung was, das sollten wir jetzt vielleicht nicht machen. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht so gut. Aber wir gucken mal. Ich habe mal gesehen, es gibt auch Freundebücher für Erwachsene. Und ich glaube, da sind bestimmt interessantere Fragen drin, als es vielleicht bei Kindern. Muss ich gleich mal googeln, ob wir da irgendwas Cooles finden. In meinem stehst du auch. Sehr cool, Bambus. Sehr cool. Wie cool wäre das denn? Ja, irgendwie dachte ich mir, das wäre eine lustige Sache. Vor allem, manchmal sind da ja auch interessante Fragen. Und ich meine, so wie ihr uns ja kennt. Ne? Also eine Frage, da kann ja theoretisch teilweise eine Stunde drüber philosophiert werden bei uns. Ne? Das ist ja gang und gäbe. So ein Community-Freundebuch quasi. Wir werden das einfach praktisch im Chat machen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie, sage ich jetzt mal, da was, wo ihr reinschreiben könnt oder so, sondern wir machen das einfach mit dem Chat. Ich lese die Fragen vor und wir beantworten die dann eben einfach zusammen. So habe ich mir das jetzt vorgestellt. Ich glaube, das ist am allereinfachsten. Oder? Wir können ewig über Zeugs quatschen und genau das ist es ja, ne? Deswegen, ich habe mir das irgendwie cool vorgestellt jetzt für so einen Stream. So, ja, das war ja wieder so, ey, immer dieses eine Scheißteil. Ich fände es auch irgendwie cool, wenn man einzelne Produkte auch einfach vielleicht so auf den Boden stellen kann. So, ohne dass der riesen Karton dabei sein muss. Das wäre irgendwie auch cool. So, Handseife, Shampoo könnten wir vielleicht nochmal auffüllen. Handseife, Shampoo, Bio-Eier. Handseife, Shampoo und die Bio-Eier. Ich glaube, das waren die kleinen, ne? Wie sieht es denn eigentlich aus mit den anderen Bio-Eiern? Wir hatten hier, glaube ich, noch die... Könnten wir eigentlich auch nochmal auffüllen. Nehmen wir auch nochmal ein größeres Paket mit. Müsli ist eigentlich auch noch okay. Kaffee, ne? Kaffee und Toast. Kaffee, Toast und Eier. Das heißt ja immer anders. Ich will mal Toast eingeben. Das heißt ja ganz anders. So, und noch, nehmen wir noch ein 8er-Pack Eier. Warte mal, hatte ich jetzt Kaffee dazu getan? Schwarzer Kaffee haben wir. Reicht ein Paket Kaffee? Ja, fürs Erste sollte das eigentlich genügen. Wir haben noch 1200 Dollar. Lass mal ganz kurz gucken. Chat, was streben wir denn jetzt so als Erstes an? Sollen wir uns darum kümmern, eine weitere Lizenz zu kaufen? Oder sollten wir erstmal versuchen, alle Produkte, die hier tiefgekühlt sind, erstmal unterzubringen? Wie sieht's da aus? Was sagt ihr? Erstmal um eine neue Lizenz oder erstmal Tiefkühldinger kaufen? Und wir bräuchten eigentlich sogar noch ein neues Regal, ne? Wir haben hier noch Kartoffelsack, haben wir noch. Haben wir das Müsli eigentlich mittlerweile im Angebot? Ich glaube, es ist noch gar nicht in unserem Sortiment. Darum sollten wir uns vielleicht auch mal kümmern. Dein System mit den Kartons vor den Regalen ist wirklich das Beste. Also mir bis jetzt fällt es auch am einfachsten. Die Weltherrschaft. Alles unterbringen. Erstmal Tiefkühl, Tiefkühl. Okay. Du hast doch noch Platz. Ja, ich wollte halt generell eigentlich... Ich wollte eigentlich ein bisschen ummodeln. Also hier könnten wir jetzt das Müsli halt erstmal reinmachen. Eigentlich würde ich natürlich sehr gerne hier das Müsli hinmachen. Ich meine, wir könnten den Tee woanders hinmachen. Problem ist nur, dafür bräuchte ich einen Karton, wo der Tee reinpasst. Und... Es ist so schade, dass ich die Produkte nicht einfach aus dem Regal rausholen kann. Ne? Vielleicht warten wir erstmal, bis der Tee aufgekauft ist. Vielleicht macht es das einfacher. Lizenzen, da die Tiefkühlsachen nicht so gut verkauft worden sind. Das stimmt. Vielleicht sind die ein bisschen zu teuer. Vielleicht gehen wir einfach mal ein bisschen im Preis runter bei den Tiefkühlsachen. Vielleicht kommen die dann besser an. Alter, wir machen nur 2,81 € Profit bei den Pommes. Ja komm, machen wir einfach mal ein bisschen weniger. Vielleicht verkaufen die Sachen sich dann ein bisschen besser. Ich weiß ja nicht. Er ist ein Versuch wert. Mozzarella. Erdnüsse. Warte mal, Erdnüsse? Nicht Erdnüsse, diese Peanut Butter. Das ist aber Erdnussbutter, glaube ich, heißt das, ne? Ja. Universum, Dankeschön übrigens auch noch an dich für die 7 Monate. Ihr habt ja Pommes. Ja, wir haben Tiefkühlpommes tatsächlich seit dem letzten Mal. Sehr cool, oder? Universum, ich danke dir von Herzen für die 7 Monate. Ich wollte eigentlich auf den nächsten Subcounter warten, aber muss flexen damit, dass ich gerade meinen zweiten Döner diese Woche verspeise. Mulm, mulm, gigele.
Also das ist schon, also abgehoben auf mehreren Ebenen, das ist dir schon bewusst, mein Bester. Yannix habt einfach extra die 30 Monate nur, um zu flexen, dass er 2 Döner diese Woche gegessen hat. Lisa, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, alles klar bei dir. Also, einfach der Reiche, ja, einfach der Reiche. Ich war nur gerade irgendwie eher damit diesem Gedanken beschäftigt, vielleicht ihn auszurauben oder so. Ich meine, jemand, der 2 Döner in der Woche essen kann, der ist sehr reich. Vielleicht lohnt es sich da mal vorbeizugucken zu Hause. Oder? Was sagt ihr? Das schreit nach einem Bann. Stell dich mal vor, einfach 30 Monate verbannen, weil er zwei Döner in einer Woche hatte. Finde ich eigentlich schon ziemlich gerechtfertigt, oder? Junge, ich habe gerade wieder $120 für Rechnungen bezahlt. Janik, kannst du nicht mal diese Rechnung übernehmen, mein Bester? Also, das ist ja, die sind ja so teuer geworden, diese Rechnungen. Verdammte Axt. Sag mir, dass du reich bist, ohne zu sagen, dass du reich bist. Ja, so in etwa. Wollte heute Döner, oh Mann. Und jetzt wurde ich daran erinnert, dass ich keinen hatte. Oh, der Schmerz sitzt noch tief. Ich merke das schon. Bringt jetzt alles nichts mehr, kannst aber gerne trotzdem vorbeikommen. Okay, ich werde es mir überlegen. Ich werde es mir überlegen. Boah, 2 Döner in einer Woche. Wie dekadent kann man sein? Krass. Janik, wie ist das so, reich zu sein? Wie ist das so, einfach morgens aufzustehen und sich zu sagen, ey, ist alles egal, ich kaufe mir heute einen Döner? Wie fühlt sich das an? Ich stelle mir das irgendwie krass vor, so reich zu sein, aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht. Nimmt das einem auch vielleicht so ein bisschen, ich meine, klar, es nimmt viele Probleme, aber macht es auch wieder Probleme? Orbax, einen wunderschönen guten Abend, alles klar bei dir. Natürlich wieder es ist jedes Mal das Gleiche. Eins bleibt immer übrig. Yannick wohnt bestimmt in einem Schloss, das kann sehr gut sein, ja. Hey, ich bin gerade richtig lost, aber morgen läuft mein Geschenksab ab. Wie kann ich den verlängern? Honey, du kannst den, glaube ich, verlängern, wenn der ausgelaufen ist, oder? Oder kannst du den jetzt schon verlängern? Da bin ich mir jetzt gar nicht zu 100% sicher. Warte mal, da passt sogar noch eins rein. Du hast recht, Shadow. Dankeschön. Es ist irgendwie lustig, so bei manchen ist dieser Delay ziemlich lang. So erst so nach 30 Sekunden oder so kommt dann so, da ist noch Platz. Sehr faszinierend. Ich glaube, das sind dann eher so die Menschen, die vielleicht am Handy sind oder auf dem Fernseher. Ich glaube, auf dem Fernseher hast du das allerschlimmste Delay, was geht's. Ist schon ein geiles Gefühl, aber auch die tägliche Angst, einen reingezimmert zu kriegen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir brauchen einen Mulm-Emote, der im Geld schwimmt. Ja, wir haben einen Emote von Mulm, der einfach mit so einem Geldkoffer, glaube ich, ne? Mulm Business, glaube ich, heißt der. Oder nicht? Wie geht's dir? Mir geht's soweit gut. Ich hatte einen anstrengenden Tag, aber sonst freue ich mich jetzt darauf, einen gemütlichen Supermarkt-Stream mit euch zusammen zu haben. Genau, wir haben Mulm Business. Der hat so einen Ackenkoffer mit so ganz viel Kohle. Ich war letzte Woche beim MRT und weiß jetzt endlich, wo meine extremen Rückenschmerzen herkommen, die ich seit letztem Jahr Mai habe und deswegen nicht mehr arbeiten kann. Okay, und kann man dagegen was machen? Das ist ja übel krass, Mann. Ich bin am Handy und am Fernseher. Ich habe die doppelte Dröhnung, Josh. Oha, die komplette Beschallung. Okay, was fehlt uns denn jetzt gerade noch? Sollen wir einfach das... Ach komm, scheiß drauf. Mehl... Das Mehl konnte ich nicht kaufen. Okay, also das Low-Budget-Mehl und das neue Müsli kaufen wir uns. So, wir hatten irgendein neues Müsli. Ich glaube, das war das hier. Müsli Honeybees. Haben wir das wirklich noch nicht im Sortiment? Oder habe ich das vielleicht in irgendeinem Regal und ich weiß es selber noch gar nicht? Sam, einen wunderschönen guten Abend. Alles klar bei dir? Chat mal ganz kurz, auch damit die YouTube-Zuschauer da auch nochmal so einen kleinen Anschluss haben. Wie war denn generell eure Woche? Was würdet ihr sagen? Hattet ihr eine okaye Woche? Was ging bei euch so diese Woche? Irgendwas Specialiges passiert? Bei mir war diese Woche auf jeden Fall sehr special. Panikattacken haben wirklich ordentlich geschallert. Hab's aber ganz gut hinbekommen. Wir brauchen noch Basmati-Reis und Spaghetti. So, Basmati-Reis
Und die Spaghetti. Boah, ich hätte gerade richtig Bock auf Spaghetti Bolognese. Das wäre so geil. Ich habe zwei Zysten an der Nervenwurzel beim Lendenwirbel. Kann nur durch eine OP behoben werden. Schlumpf, dann hoffe ich, wenn du diese OP antrittst, dass da alles gut geht und du da hoffentlich danach dann keine schlimmen Rückenschmerzen mehr hast. Ich bin krank seit Mittwoch, also nicht so special. Owen, gute Besserung wünsche ich dir natürlich. Komm, können wir nochmal eben Klopapier nachbestellen. Klopapier, das neue Müsli haben wir auch. Ich würde sagen, das sieht doch ganz gut aus dann. Ich habe jetzt Bock auf Flips mit einem Löffel essen. Ich habe gerade auch mega hart Bock, mir weiterhin Flips reinzuschieben. Aber die Sache ist, das ist viel zu laut beim Stream. Vielleicht mache ich gleich mal eine Pinkelpause oder so, dann futter ich mal eben ein paar Flips. Julian, einen wunderschönen guten Abend. War ganz okay soweit. Ich hatte vorhin Nudeln mit Spargel und Mozzarella. Ja, damit können Sie mich wahrscheinlich dann jagen mit Mozzarella. 8,8 von 10. Lauchbärte, eine schöne Woche. Das hört sich gut an. Ich habe 3 Klausuren geschrieben. 18 Stunden rumsitzen und Texte schreiben. Das hört sich auf jeden Fall auch sehr geil an. Aber ich hoffe, dass da alles gut gegangen ist. Ganze Woche gearbeitet und das erste Mal Gehalt bekommen. Und Lisa, wie fühlt es sich an? War's gut? Steck dir doch Flips in die Nasenlöcher. Ja, Sanji, vielleicht steckst du dir auch einfach mal so einen Flip in den Arsch. Hä? Was? Ja, klar. So. Mana, einen wunderschönen guten Abend. Alles klar bei dir? Es war toll. Ich bin richtig ausgeflippt. Sehr nice. Ich hoffe, dass du zufrieden warst mit deinem Gehalt. Cool, ja, ist auch eine coole Idee. Ja, mach das mal. Wünsche viel Spaß. Warum nicht, ne? Jedem das seine. Liz, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin heute um 7 Uhr aufgestanden und ich freue mich, weil ich das geschafft habe. Warum musstest du um 7 Uhr aufstehen? Hattest du einen Termin oder was? Oder einfach nur so? Ich verlinke dich dann auf OnlyFans. Ey, danke schön, Mann. Wirklich. Jeder Support, da freut man sich. Soweit so gut. Vermieter nervt und macht Drama. Aber wenn es nur das ist ja noch erträglich. Annika, einen wunderschönen guten Abend. Hey. Oder eine auseinandergerissene Banane geht auch in die Nase. Chat, also ich will euch da jetzt wirklich nicht zu nahe treten. Ne? Ich rede auch sehr gerne mit euch wirklich über die skurrilsten Dinge und wie auch immer. Ey, aber erzählt mir bitte nicht, was ihr wo reinsteckt in eure Körperöffnung, okay? Also wir sollten so ein gewisses Streamer-Chat-Verhältnis, also wir sollten so einen gewissen und gesunden Abstand sollten wir schon behalten. Hast du einen guten Überblick bei so vielen Produkten? Nö, ich laufe einfach 20.000 Mal praktisch hin und her und gucke immer, was irgendwo fehlt. So ganz funktioniert es nicht, bin ich ehrlich. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass mit dem nächsten Update dann irgendwie bitte, bitte, bitte ein Gerät kommt oder so, womit man Sachen scannen kann. Und dann nicht immer die ganze Zeit an dem PC und hin und zurück und hin und her. Das ist ein bisschen nervig. Chat, hatten wir hier auch Apfelsaft unten drin? Hatte ich, oder war da Käse drin? Chat, was hatte ich hier? War da Käse drin? Käse, Wallace, Käse. Da hast du dir die falsche Community ausgesucht. Ja, das stimmt wohl. Ein Handy, worüber man bestellen kann, wäre die Zukunft. Genau sowas. Oder halt eben ein Scanner. Ne? Du gehst ans Produkt, machst Pup und dann, keine Ahnung. Hast du das dann irgendwie da eingescannt, dann kannst du es bestellen. Das wäre halt richtig cool. Muss man dann nur Regale auffüllen. Du musst deinen Supermarkt praktisch immer weiter ausbauen. Also es gibt immer mehr Produkte, je weiter du kommst und je mehr Geld du verdienst. Du musst die Regale halt selber, also das Ding war leer vorher. Ja, also aber am allermeisten muss man sagen, ist man dabei, Regale aufzufüllen, weil die Kunden halt eben einfach kommen und dir die Haare vom Kopf kaufen. Da war der Käse, glaube ich. Scheiße, den habe ich vergessen zu bestellen, ne? Der Käse! Ja, da muss ich nochmal eben bestellen. Die Lieferkosten sind zwar jetzt beschissen dafür. Warte mal, wie viel bezahlt man eigentlich an Lieferkosten? $2. Ja, ist okay. Die scheiß Kunden kaufen einfach Sachen weg. Das ist wirklich das Nervigste. Ich verstehe das auch nicht. Die kommen in meinen Laden rein und kaufen einfach Dinge weg. Was soll das? Oh mein Gott, Chat. Ah nee, ach du Scheiße. Ich dachte gerade, die lagen da noch und ich hatte die doch schon bestellt. Ich meine, im Endeffekt wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, weil hätte ich welche auf Vorrat, aber... Doppelmoral, auch noch mit den 26 Monaten. Dankeschön. Oha. Viel Liebe an dich. Ich danke dir von ganzem Herzen.
Kann mal jemand DHL Feuer unterm Hinter machen? Die sollen endlich das Katzenfutter liefern. Wo die Zeit rennt und der Ausgang aus der Abo-Falle ist und bleibt ein Mysterium. Danke für deinen Content. Liebe Doppelmoral, danke dir, Mann. Schwarzes Herz. Dankeschön, 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 echt. Bedeutet mir sehr viel. Danke dir für die 26 Monate. Boah. Sehr heftig, Mann. Ich habe eine Dreierfreundschaft und die sind halt eher so, eher Duo. So, werde halt immer so vergessen. Warte mal, was? Ich habe eine Dreierfreundschaft. Was ist eine Dreierfreundschaft? Also einfach so, ihr seid einfach so ein Trio, so, also ihr versteht euch alle super, ihr seid zu dritt befreundet und du wirst immer so weggelassen? Meinst du sowas jetzt? Steven, schlaf gut, pass auf dich auf. Okay, Chat, ich glaube, wir sind ready, oder? Wir haben noch $560, ist jetzt nicht mehr wirklich viel, wir müssen also Geld machen. Wir müssen in Geld baden. Eine Gang. Drei beste Freunde zusammen halt. Okay. Also ihr seid drei beste Freunde. Aber, okay, aber und du, die beiden treffen sich mehr dann ohne dich, oder was? Also wenn du damit ein Problem hast, dann würde ich das auf jeden Fall ansprechen. Immer reden, das ist das Einzige, was hilft. Reden, reden, reden. So unangenehm es auch manchmal ist, aber da wird leider das Einzige sein, was irgendwie hilft, sich mit diesen Leuten hinzusetzen. Gerade ja, wenn es da deine Freunde sind. Und dann einfach mal zu sagen, yo, ihr Wichser. irgendwie verletzt mich das oder irgendwie passt mir das nicht oder wie auch immer. Ich bin einfach nur so um 7 Uhr aufgestanden. Ich schlafe oft viel zu lange. Okay. Dann ist es auch gut, dass es funktioniert hat. Ben, einen wunderschönen guten Abend. Mich hat gestern meine ehemalige Azubin angerufen, weil sie mit der Papppresse nicht klarkam. Ich habe ihr dann geholfen und am Ende habe ich sie gefragt, warum sie mich angerufen hat und nicht jemanden, der da noch arbeitet. Und sie so, ich hatte Panik und dachte mir nur, dass du mir da safe helfen kannst. Irgendwie ja süß. Alter, da wird einfach nur der Parmigiano gekauft. So, dankeschön. Das war falsch. Hatte das auch, ein Trio ist irgendwie schwer. Ich weiß nicht, Soda ist zu teuer für mich. Junge, geh einfach arbeiten, du Lutscher. Ist das so ein Problem? Alter, er kauft wirklich nur den Tee? Er sagt, es ist zu teuer und kauft mir... Chat. Zum Glück gibt's keine Schusswaffen. Zum Glück. Wirklich, das ein oder andere Mal wäre ich schon längst über die Theke gesprungen, also über die Kasse gesprungen und... wirklich, zum Glück habe ich hier keinen Baseballschläger oder so. Da wird's aber ordentlich knallen. Verdammt nochmal. Wirklich, ist zu teuer und bezahlt mit seinem verfickten Hunderter, als wäre es nichts. Ich brauche einen Schläger in meinem Laden, glaube ich. Ich brauche einen Schläger, Chat. Boah, $102, das sehe ich gerne. Das sehe ich sehr gerne. Immer diese Anzugträger, ne? Die lassen immer am allermeisten Kohle da. 73, 18. Ich mache da meine Ausbildung und ich habe es mir gedacht wegen der Papppresse. Bei DM machst du deine Ausbildung? Sich das bildlich vorzustellen, ist schon lustig. Du meinst, wenn ich hier so über die Kasse springe und dem mal eine reinhämmere? Ja. Wär schon irgendwie lustig. Hast du den Preis für das neue Müsli festgelegt? Das ist eine sehr gute Frage, Error. Habe ich das getan? Ich glaube nicht, oder? Habe ich nicht. Alter, hat doch bis jetzt einfach niemand gekauft. Junge, die hätten ja einfach den übelsten Schnapper machen können, aber nein, sie haben es einfach nicht gekauft. Ja, ich bin im zweiten Jahr. Chat, einfach mal so als Frage an euch alle. Also, was arbeitet ihr gerade, wenn ihr arbeitet? Oder also auch ausbildungsmäßig? Seid ihr selbstständig? Seid ihr angestellt bei irgendwo? Macht ihr eine Ausbildung? Keine Ahnung. Würde mich mal interessieren. So. Ist auch immer interessant, das zu erfahren. So, ist natürlich auch vollkommen okay, wenn jetzt Leute nicht arbeiten. Ach du Heiliger, schon wieder mit 100. Junge, warum sind die denn alle so reich? Forderungsmanagerin. Okay, das klingt interessant. Oh, da werden die... da wird Fat Chicken gekauft. Sehr geil. $129, sehr schön. Pferdewirtin. Konstrukteur, technische Zeichnerin im Maschinen- und Anlagenbau. Okay, auch krass. Sehr interessant. Studiere und bin nebenbei Cheer-Trainerin. Ist Cheer-Trainerin, also Cheerleader-Trainerin oder so?
Security Engineer im öffentlichen Dienst. Bin bei Kaufland beschäftigt. Im Einzelhandel. Aha, du kannst das also sehr gut verstehen, da ich hier manchmal über die Kasse springen will. Du kannst das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, schätze ich mal. Du trainierst also Cheerleader. Okay. Teilzeit im Büro, nebenbei Ausbildung zur Physio für Pferde. Physio für Pferde, krass. Okay, ich habe jetzt schon mehrmals was gelesen mit für Pferde irgendwas. Ja, das kann ich zu gut verstehen. Sehr interessant. Also, hast du es denn schon mal gemacht? Ich mache Werbung für Optika. Alter, voll die interessanten Berufe hier. Bin eigentlich gelernte Tischlerin, Schreinerin, will aber, wenn es gut läuft, eine Ausbildung zur Buchbinderin machen. Auch interessant, krass. Ich mache eine Ausbildung zum 3D-Designer und bin sonst noch selbstständig mit Kunst und ehrenamtlich Hunde retten in Griechenland. Alter, da auch. Hast du überhaupt noch Zeit für dich selber? Ich arbeite als VIP im Chat. Das ist echt sehr harte Arbeit. Das glaube ich dir, Bamus. Da wird hart geschuftet. Krass. Ausbildung zum Nutzfahrzeugmechatroniker im zweiten Lehrjahr. Studentin Medizintechnik. Und arbeite als Administrator in so einem PC-Raum. In so einem PC-Raum, auch interessant. Krass. Berufskraftfahrer für Schwerkrafttransport. Das habe ich auch schon gemacht. In Eurotruck-Simulator. Ich weiß genau, wie hart dieser Beruf ist. Chat, das hab ich jetzt gerade nicht gesehen. Warte, dafür muss ich das Licht anmachen. Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Hat er gerade einen einzigen Joghurt gekauft? Mit einem 50er? Nein, du springst nicht über die Kasse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Da kauft er einen Joghurt mit einem 50er. Also, das ist ja... Mein lieber Klabautermann. Was ist denn da los? Ach du Heiliger. Ich spring für dich über die Kasse. Ja bitte. Was soll denn das? Ich bin seit einem halben Jahr ausgelehrt, also frisch examinierte Pflegekraft im Pflegeheim. Ja, viele irgendwie sind im Pflegeheim tätig. So Leute, die ich im Chat habe. Habe ich schon irgendwie ganz oft gehört, dass Leute in der Pflege unterwegs sind, was sehr cool ist. Also ich meine, generell bist du irgendwie sehr hart am Arsch, wenn du einen sozialen Beruf machst. Aber ich meine, wir brauchen sie halt. Das ist sehr wichtig. Ja, und ich meine, mein Jahr, wo ich im Kindergarten... Wobei, ich habe länger als ein Jahr im Kindergarten gearbeitet. Aber die Zeit, wo ich im Kindergarten gearbeitet habe, so das hat mir schon gereicht. Mehr sozial muss bitte nicht sein. Sowas sehe ich jeden Tag. Minutenbeträge oder so kleine Beträge mit 50 Euro bezahlen. Ja, ich meine, ich habe auch schon mal kleinere Beträge, ne, mit einem 50er bezahlt vielleicht oder so. Aber einen Joghurt? Einen? Anma, ich danke dir übrigens auch noch von Herzen für den 9 Monate Prime-Sub. Du hast gar keine Nachricht dazu geschrieben, deswegen habe ich es gar nicht gesehen. Ich danke dir von Herzen für die 9 Monate, hör mal. Dankeschön. Außer ich hatte mich bedankt und ich habe es vergessen. Aber ich danke dir von Herzen. Mehr sozial muss bitte nicht sein. Nee, das reicht auch. Wirklich. War eine tolle Zeit mit den Kids und so und ich habe mich auch super mit denen verstanden, aber alles drumherum im Kindergarten kann man mal wirklich, also... Ja. Nee. Dankeschön. Die Kunden jammern heute aber auch echt viel. Ja, die sind alle die Inflation, ne? Die sind alle arm. Vielleicht müssen wir mal ein bisschen unsere Preise anpassen an dieses arme Fußvolk. Es gibt Leute, die 2 Euro mit einem Hundetaler bezahlen. Die hatte ich auch schon. Ja, warum nicht, ne? Aber wir haben ordentlich Kohle gemacht. Ich sehe es gerade. Wir haben 2227 Dollar. Junge, also der Tag hat ordentlich gescheppert. Sehr geil. Ich habe mal gefragt, ob die... Habe ich jetzt ein Haar eingeatmet? Oh nee, bitte nicht. Chat, kennt ihr das, wenn ihr so Popcorn fresst und dann habt ihr das Ding im Hals stecken? Absolut widerlich. Oh mein Gott, die Preise sind richtig durch die Decke gegangen. 4 Produkte sind teurer geworden. 4 Produkte.
Fuck. Jetzt habe ich irgendwie ein Haar eingeatmet. Alter, wie bodenlos. Art, ich danke dir von Herzen auch noch für den verschenkten Sub. Dankeschön. Junge, was soll denn das jetzt? Chat, ich sehe das nicht. Art3xy-gifted-etier1-sub-2-obx-99. DF-given 2 Gift-Subs in the Channel. Wir brauchen Mehl. Okay, vielleicht können wir uns sogar eine neue Lizenz kaufen. Wobei, guck mal. Pizzen gingen sehr gut weg. Aha. Alter, Pizzen wurden sehr gut gekauft. Gamer, Alter, wie viele Pizzen haben die gekauft? Also die Pizzen gingen sehr krass weg. Art, ich danke dir von ganzem Herzen für den verschenkten Sub nochmal. Dankeschön. Lebensmittelvergiftung ist mitverkauft. Ja, das ist einfach so ein Plusding. Aber die Pommes. Warte mal. Doch, es sind drei. Ja, doch, es wurden ein paar Pommes verkauft. Ein paar. Ja, ach komm, Chat, scheiß drauf. Wir haben die Produkte ja hier. Komm, wir holen noch eine Tiefkühl-Dingensbums. Möbel. Holen wir noch so einen Gefrierschrank da. Ja, komm. $400, was kostet die Welt? War neben der Pizza nicht der Truthahn? Ja? Ich weiß, ging der Truthahn so gut weg? Ich meine, im Endeffekt ist egal, weil wir haben jetzt eh dann eine Tiefkühldingens, aber es wäre interessant zu wissen. Es könnte der Truthahn gewesen sein, weil ich glaube, Truthahn kann man nur 4 Stück haben, ne? Ja, das war das Huhn. Okay. Müssen wir mal im Auge behalten, ob sich der Truthahn so gut verkauft. Also mir wurde gesagt bis jetzt leider, dass sich die Produkte nicht so gut verkaufen, die in der Tiefkühldingen sind. Aber mal sehen. Vielleicht haben wir ja Glück und unsere Kunden stehen auf den Shit. Klitsch, dankeschön für dein Follow, Mann. Ich danke dir. Kaufen die das nicht, weil das links neben der Kasse ist oder ist die Position egal? Die Position sollte eigentlich egal sein, weil sie hatten ja Pizza und so gekauft gehabt, ne? Eigentlich sollte das egal sein, oder? Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Müsste eigentlich egal sein. Okay, lass mal ganz kurz auffüllen. Boah, Alter. Doch schon 6 Monate. Wann ist denn das passiert? Deine Abo-Falle funktioniert echt gut. Hehe, Mulm, emotional, hehe. Hoffe, es geht alles gut. Mulm, Mulm, Love. Chat, dieser Käse oder was auch. Was ist das hier? Ist das Käse? Paysans, ist das so Parmesan oder so eine Scheiße? Junge, der verkauft sich null. Butter vielleicht, keine Ahnung, was auch immer es ist, schafft es aus meinem Laden raus, bitte. Bitte macht es weg. Das verkauft sich wirklich null. Okay, niemand hat das neue Müsli gekauft. Niemand hat das gekauft? Was? Warum nicht? Okay, gehen wir vielleicht mal im Preis ein bisschen runter. Wie sieht's hier aus? Machen wir vielleicht auch mal einfach ein bisschen weiter runter. Lost, ich danke dir übrigens nochmal von Herzen einfach für die 6 Monate. Dankeschön für alles. Und gut, dass die Abo-Falle so gut funktioniert bei dir. Dankeschön. Dieses Produkt verdient einen Bann. Wir sollten es einfach komplett aus dem Sortiment schmeißen. Das ist einfach Müll. Das brauchen wir nicht. Verkauft sich leider sehr schlecht. Genauso wie die Joghurts. Die sind auch komplett für den Arsch. Ich meine, okay, wir haben mittlerweile auch sehr viele Produkte. Das könnte auch daran liegen einfach, weil wir zu viel haben, vielleicht. Vielleicht sind die Kunden überfordert, Chat. Vielleicht kommen die in den Laden und das ist einfach so, was? Was soll ich kaufen? Es ist so viel. Vielleicht ist es ja das. Beim Käse hatte sich auch jemand wegen dem Preis beschwert. Echt? Bei dem hier? Oder war das, oder meinst du den hier? Also der ging sehr gut weg. Käse geht immer sehr gut weg, tatsächlich. Davon haben wir irgendwie 6 Stück verkauft an einem Tag. Das ist eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen, oder? Die Kunden sind pleite. Vielleicht bald mal ein neues Gehalt. Das wäre toll. Dabei haben wir doch den ersten des Monats. Viele bekommen da doch Geld. Oder nicht? Wann bekommt man so normales Gehalt? Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie das war, wo ich... Ich glaube, ich habe das immer in der Mitte des Monats bekommen. Genauso, wie es jetzt auch ist. Also Twitch zahlt auch immer nur Hälfte des Monats aus. Und ich glaube, das war tatsächlich auch, wo ich im Kindergarten gearbeitet habe, war das genauso. Am Ende oder Mitte des Monats. Okay, ja, dann ist ja normal. Ich bekomme immer so am 29. Ende des Monats. Okay, wir könnten hier nochmal... Ja, komm, holen wir nochmal das neue Mehl. Bevor wir da gleich gar keins mehr von haben und ich nicht mehr weiß, was da überhaupt stand.
So, Chat, ihr mit euren geschulten Augen, ihr guckt bitte auch nochmal dazu, was wir vielleicht noch brauchen könnten. Spaghetti sieht eigentlich auch super aus bis jetzt. Basmati-Reis, Alter, der Basmati-Reis wird auch sehr gut gekauft. Könnten nochmal Basmati-Reis bestellen. Basmati-Reis, Müsli. Oh, Müsli. Basmati-Reis und Müsli. Ist natürlich teurer geworden, ist ja klar, ne? Und Müsli. Also Müsli geht bei uns wirklich sehr gut weg. Also die Leute sind Müsli-süchtig. Was hatten wir da? Kaffee ging auch wieder sehr gut weg, wie es aussieht. Chat, was hatten wir hier? Wir hatten hier Toast? Was hatten wir da drüber? Auch irgendwas zum Frühstücken, oder nicht? Sechser Milch. Also Milch ist auch krass vergriffen. Hey, ich wollte Danke sagen. Wird es jemals einfacher? Aramethik, Dankeschön für die 3 Monate. Also, was wird einfacher? Vieles braucht sehr, sehr viel Zeit, wenn du das meinst. Es kommt natürlich immer auf die Dinge an, aber ja, es gibt Dinge im Leben, die brauchen sehr, sehr viel Zeit. Ich danke dir von Herzen für die 3 Monate, Dankeschön. Auf jeden Fall, viel lieber an dich, Dankeschön, Dankeschön. Milch. Joa, Kaffee könnten wir wirklich nochmal bestellen. Kaffee, Orangensaft. Kaffee-Orangensaft vielleicht noch. Mana, einen wunderschönen guten Abend. Klar, kannst du das machen. Und Orangensaft. Der verkauft sich eigentlich auch immer super. Und ich hoffe, dir geht's gut, Mana. Mir geht's soweit ganz okay. Ja, hat eine anstrengende Woche. Immer anstrengende Tage dabei gehabt. Aber sonst geht's mir eigentlich ganz okay. Vielleicht wird ja eines Tages mein Kunde von den Paketen erschlagen, die ich bestelle. Hausmeister, einen wunderschönen guten Abend. Ich hatte gestern einen Arbeitsunfall und musste heute den ganzen Tag meinen Fuß hochladen. Ach du Scheiße. Ich wünsche dir eine gute Besserung mit deinem Fuß. Eieiei. Wir brauchen Chips. Ja, die könnten vielleicht sogar in der nächsten Lizenz sein. Können wir gleich mal ganz kurz gucken. Warte mal, wie teuer ist die nächste Lizenz? Können wir uns die leisten vielleicht? Tokyo Hotel, einer der Brüder. Mana, tatsächlich haben mir das irgendwie Leute schon öfters gesagt. Ich nehme das einfach mal als Kompliment. So, wo haben wir nochmal die Lizenzen? Verwaltung. Wir haben natürlich wieder Mi. Oh, diese Rechnungen, Chat. Rechnungen sind für ein Arm. 1950. Chat, wir sind zu arm. Wir sind zu arm. Wir sind einfach. Wir sind leider einfach viel zu arm. 1950. Junge, wo soll ich denn dieses Geld hernehmen? Kann mir jemand 1950 Dollar geben? Hä? Ich habe das Geld dafür nicht. Hoffe, du fühlst dich nicht angegriffen. Nein, Quatsch. Mana, danke dir. Ich nehme das als Kompliment. Ist ja nichts Schlimmes. Und Aramethik auch noch mit 1000 Bits hinterher. Yo, danke schön, Mann. Dankeschön für 1000 Bits. Ey, Chat, wirklich vielen, 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 vielen Dank für den ganzen Support heute mal wieder. Ihr seid Wahnsinn. Danke für alles. Echt schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, dass ihr alle ein tolles Wochenende habt. Dankeschön. Die wilde Hilde, einen wunderschönen Abend. Omana und Pretty, Dankeschön auch an euch für eure Follows. Und Amy, danke euch. So, oh nein, ist das das falsche? Ah, nee, ist das das. Oh mein Gott, ich dachte, ich habe das falsche Müsli bestellt. Boah, wir könnten sogar eigentlich noch mehr bestellen. Also Müsli ist einfach krass. Ich spiele das Game auch gerade, bin aber noch nicht so weit. Ja, ich kann dir sagen, du wirst sehr schnell wahrscheinlich dieses Level erreicht haben, was ich habe. Es macht sehr süchtig. Ich probiere mich seit 30 Minuten wach zu halten, aber meine Augen sind so schwer. Ja, vielleicht schläfst du einfach? Weiß ich nicht. Wäre das eine Option? Hat jemand mal ein bisschen Mitleid mit mir? Ich muss den ganzen Tag Hausmeister hinterherrennen. Mitleid. Mitleid für dich. Schon seit 2 Stunden hier im Stream, einfach nur am Zugucken. Sind wir auch schon wieder seit, ja, seit über 2 Stunden sind wir schon wieder am Stream. Die Zeit vergeht, Schatz, die Zeit vergeht. Der Supermarkt boomt. Da vergeht die Zeit wie im Fluge, ne, muss man schon sagen. Ah ja, wir haben ja eine neue Tiefkühltruhe. Das Tiefkühltruhen-Imperium wächst. Auch sehr nice. Warte mal, Chat. Wie viel kostet die nächste Erweiterung? Mal ganz kurz gucken. Wo kaufte man die nochmal? Verwaltung auch, ne?
Wachstum. 2600. Also habe ich irgendwas verpasst? Waren die Preise so hoch das letzte Mal? Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Warum sind denn die Sachen so teuer? Wie viel ist die teuerste Erweiterung? Das kannst du, glaube ich, nicht sehen, oder? Doch, kann man sehen. Warte mal, was ist das für eine Zahl? 160.000? Die teuerste Erweiterung kostet 160.000. Warte mal, wie teuer ist denn die teuerste Produktlizenz? 65.000. Also Chat, wenn ich 65.000 für eine Produktlizenz ausgeben kann in meinem Supermarkt, also dann komme ich hier vorgefahren mit mehreren Lambos. Vielleicht doch Produkte günstiger machen, damit mehr verkauft wird. Junge, das ist wirklich, das ist Hardcore. Das sind harte Preise. Aber ja, also das sollten wir vielleicht mal machen. Vielleicht gehen wir mal durch den Supermarkt durch und versuchen einfach Dinge für billiger zu verkaufen. Ich mache jetzt einfach mal alles ein bisschen runter, Chats. Mal gucken, ob das irgendwas an dem Kaufverhalten ändert. Die Preise sind eigentlich ganz okay, das sieht auch super aus. Aramethik 123, okay. Gifted Tier 1 Sub 2 Surfer Wiki. Aramethik, auch noch mit 5 verschenkten Subs. Alter, dankeschön. Nochmal 5 Leute aus der Werbung befragt. Alter, Aramethik, danke dir von Herzen, Mann, für 5 verschenkte Subs auch noch. Und Alexia, dankeschön auch für dein Follow. Alter. Chat, einmal bitte ganz, ganz viel Liebe auch noch da lassen für Aramethik, für die 5 verschenkten Subs. Chat, leider trägt das nicht zu unserem Supermarkt bei, bin ich ehrlich. Leider, leider. Wir könnten das Geld gut für unseren Supermarkt gebrauchen. Funktioniert leider nicht. Ich danke euch, wirklich. Ganz, ganz viel Liebe, Mann. Dankeschön. Angie, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Sehr, sehr krass. Alter Papa Plock, Wahnsinn, Mann. Wie schnell die Zeit schon wieder rennt. Hoffe, dir geht's Alter. Gut, Mulmkose Twitch Unity. Papa Plock auch nochmal extra mit den 8 Monaten Tier 3 Sub. Wahnsinn. Ja, das ist wirklich. Chat, Mann, ich bin euch so dankbar, wirklich. Ich hoffe, ihr merkt das immer, dass ich da sehr dankbar für bin, Mann, für den ganzen Support. Danke euch, wirklich. Danke, danke, Mann. Sehr, sehr heftig. Okay, Chat, ich glaube, wir haben mittlerweile soweit eigentlich alles aufgefüllt. Ich glaube, das war die Cola hier noch. Das sieht eigentlich alles ganz okay aus. Wir könnten auch Müsli nachkaufen, könnten wir aber auch sein lassen. Ist jetzt nicht so wichtig. Ich meine, wir müssten halt, eigentlich müssen wir Geld sparen. Wir sind nämlich echt hart arm. Ich kann dir ein Darlehen geben, so von Supermarkt zu Supermarkt. Das wäre sehr, sehr lieb von dir. Es sieht nicht gut aus gerade bei mir. Morgen Döner, Josh. Boah, ein Döner wäre schon sehr, sehr geil. Ja. Ich habe im Februar übrigens noch die 12 Bücher geschafft. Boah, Owen, Mann, so ein Büchergeek, Wahnsinn. Okay, ich überlege gerade. Ich meine, wir haben eh noch nicht genügend Geld, ne? Komm, scheiß drauf. Holen wir nochmal eben Shampoo und Müsli. Was soll der Geiz? Shampoo und Müsli. Und das brauchen wir sowieso immer, deswegen hole ich da einfach schon mal ein bisschen mehr. Das ist wirklich schon eine Sucht. Also 12 Bücher in einem Monat? Boah, Alter. Das ist ja wirklich, ist das schon ein Rekord? Lauchbär, auch nochmal mit einem verschenkten Sub. An Tomate, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Da bleiben natürlich wieder die einzelnen Produkte über. Das Lauchbär, ist natürlich wieder klar. Lauchbär, Gift, 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 Tomatensauce 2023. Ich danke dir von Herzen. 51 Gift Subs in the Channel. Okay, gerade wird es ein bisschen voll hier mit den Kartons. Hilfe. Obix, schlaf gut. Pass auf dich auf, Mann. Schön, dass du da warst. Hab ein gutes Wochenende. Ja, also es ist sehr voll hier in der Ecke mit den Kartons. Da müssen sich ja, weil ich habe halt extra so viele gekauft. Also hier müssen sich jetzt die Leute durchprügeln, unsere Einkäufer. Aurora, einen wunderschönen guten Abend.
Ich lese auch extrem viel, nicht pro Jahr maximal ein Pixie-Buch. Alter, also ein Pixie-Buch ist schon besser als kein Pixie-Buch. Die Sucht ist teurer als Rauchen. Das ist schon Wahnsinn. So, Chats, der neue Tag bricht an im Supermarkt. Lager holen vielleicht. Ja, wir hatten da schon öfter drüber gesprochen, Mana, das Lager, das macht, das ist komplett unnütz. Die Sache ist, das Lager ist total nervig, weil du einfach nur noch mehr hin und her laufen musst und es würde Sinn machen für Leute, so, die gerne einfach so Sachen verstauen, aber ich finde es so als Zeitaufwand ist es sehr nervig. Also das Einzige, was wir irgendwann machen werden, aber ich glaube, da warte ich einfach noch, ist, dass wir Angestellte holen. Aber die Sache ist, es macht eigentlich keinen Sinn, Angestellte zu holen, weil die sind unfassbar langsam. Ja, und eigentlich macht es da auch mehr Sinn, selber zu kassieren. Ja. Die neuen Tiefkühler füllen. Ach, guck mal, das habe ich noch gar nicht gemacht. Sehr guter Call. Und zwar kommen da die letzten Chickens rein, die noch gar nicht nach Lebensmittelvergiftung schreien oder so. Oder verdorben sind oder wie auch immer. Nein, auf gar keinen Fall. So, und die Pizzen ballern wir auch nochmal eben rein, auch wenn die sich jetzt nicht so gut verkaufen. Chat, wisst ihr, was wir vielleicht machen? Pizza ist zu teuer. Ich wollte gerade sagen, vielleicht machen wir Pizza einfach. Wir machen jetzt Pizza genauso teuer wie der Marktpreis. Vielleicht verkaufen die sich dann noch krasser. Papa Pluck! Mit 10 verschenkten Subs! Was zur Hölle? Papa unterstrich Pluck giftet Etier 1 Sub 2 Gamespace unterstrich TV. Ach du heiliger Bimbam. Papa Pluck! Junge! Und Chico, danke schön für dein Follow, Mann. Danke dir. Papa Pluck! Alter, warum? Wieso? Weshalb? Ey, ich danke dir von ganzem Herzen, Mann. Ach du Scheiße, so viel. Ey, Chat, Alter, und dann, wirklich, so ein krasses Hoch gerade wegen Papa Plock, der 10 Subs verschenkt und dann sehe ich hier einfach den Kollegen, der einfach einkaufen kommt wegen einem Müsli. Würde ich am liebsten verbannen aus meinem Laden. Papa Plock, wirklich, von Herzen, ein Dankeschön. Chats, danke, Mann, für den ganzen Support. Junge, Junge, ihr seid ja Wahnsinn. Krass. Meine Lieblingslebensmittel sind vegan. Ich weiß nicht, ob es vegane Lebensmittel so komplett gibt in dem Spiel. Keine Ahnung. Gibt's, weiß das irgendjemand, ob es so vegane Produkte gibt? Wo das so draufsteht auch, dass das vegan ist? Könnte ich sein. Gibt nicht viele? Das fände ich auf jeden Fall auch noch cool, wenn man so richtig so eine vegane Abteilung machen könnte. Und wenn dann die Veganer da einkaufen gehen, dann bespritzen wir die einfach mit so einem Wasserschlauch. Nein, Spaß. Erstmal alle Veganer fronten. Forsaken auch nochmal mit dem 4. Monat. Dankeschön. Sind wir mal ehrlich, zu 100% ist kein Lebensmittel vegan. Ist das so? Ich weiß es nicht, Mann. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Da musst du mit Veganern drüber reden, das weiß ich nicht. Forsaken, Dankeschön auch an dich, Mann, für die 4 Monate. Dankeschön. Dankeschön. Ah, mit 5? Chat, was ist denn los mit euch? Was ist denn? Was ist denn mit euch? Unterstrich giftet Tier 1 Sub 2 VAEGAZ 212. Nochmal! Art, auch noch mit 5 verschenkten. Ach du Heilige. Das ist ja wirklich. Chat, ich danke euch von Herzen, Mann. Art, auch noch mit, ach Wahnsinn, auch noch mal mit 5 verschenkten Subs. Oh wei, oh wei, oh wei. Womit habe ich dies verdient? Danke euch. Und ich bekomme keinen. Ja, Nadine, irgendjemand muss ja auch Werbung gucken, sonst kriege ich ja gar kein Geld mit Werbung. Das wär ja total dumm. Irgendjemand muss ja Werbung gucken. Sascha, danke dir auch noch für dein Follow, Mann. Guck mal, Chat, da wurde Tee und Pommes gekauft. Das war ein richtig wichtiger Einkauf. Richtig wichtig. Und Genius auch nochmal mit dem verschenkten Sub an Nadine. Genius, du durftest... irgendjemand muss doch noch Werbung gucken. Hallo. Das ist ja... Den Jutes giftet Tier 1 Subton Nadine unterstrich. Die Helf geben 26 Gift-Subs in the Channel. Junge, Art, auch nochmal mit 5 verschenkten Subs. Ich finde es schade, dass es keine Kondome und so im Game gibt. Little, man muss auch sagen, ich glaube, das Spiel geht halt nach den Dingen so, die am allerwichtigsten sind für Menschen. Und das ist halt Klopapier.
Du brauchst keine Kondome, du brauchst nur Klopapier. Deswegen, ich verstehe deine Kritik nicht. Art, nochmal danke dir für die 5 verschenkten. Ich schaue Werbung, wichtig und richtig, weitermachen. Papa-Plock giftet Etia 1 Subdukemie unterstrich. Bro, Papa-Plock auch nochmal mit 10 verschenkten Subs. Was? Chat, mache ich heute irgendwas anders? Was ist denn? Ist heute irgendwas anders als sonst? Hä? Ach du Scheiße. Junge. Die Kunden dürfen nicht verhüten, die müssen neue Kundschaft produzieren. Ja, genau so ist das nämlich, Chat. Bei mir gibt's keine Kondome. Die müssen, ja, sich fortpflanzen, damit ich neue Einkäufe habe. Das ist eine sehr gute Vorgehensweise. Die finde ich super. Wir denken also in die Zukunft. Ey, wirklich, Leute, danke für alles, Mann. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, außer zu dir. Da weiß ich, was ich sagen soll. Du Arschloch, kaufst nur eine Thunfischdingens. Ich habe so viele Produkte und du kaufst nur eine Sache. Das macht mich sauer. Also heute knallt. Ja, wirklich. Und der kauft nur 3 Seifen. Ah, okay. Auch ein toller Einkauf. Übrigens sehr schicker Pulli, Mann. Chat, wirklich. Einfach eine dicke Umarmung an euch alle, Mann. Danke euch. Hier bekommst du die Erklärung, warum die manchmal nur eine Sache kaufen. Und zwar, Mami, ich habe immer noch Kopfschmerzen. Mein Kind, bitte geh doch endlich von der Dartscheibe weg. Was? 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 Dicke Liebe geht raus, auf jeden Fall. Warte, was? Auf jeden Fall ganz viel Liebe, Mann. Boah, so eine Schokoladentafel, da hätte ich jetzt auch krass Bock drauf, Mann, bin ich ehrlich. Mir selber ist aufgefallen, dass manche Kunden, wenn sie eine Sache nicht finden, sie nicht weiter einkaufen. Oh mein Gott, nein. Ist das so? Boah, das wäre aber schon ziemlich frech, oder? Okay, Chat. Beobachtet das jetzt. Warte mal, scheiße, ich muss ein bisschen schneller kassieren. Da wurden 2 Truthähne gekauft. Beobachtet mal ganz kurz die Leute, die einkaufen. Brechen die den Einkauf sofort ab, wenn die Sache zu teuer ist? Ist das so? Konnte den Apfelsaft nicht finden. Ey, wenn das so ist, ne? Also dann muss ich wirklich mal mit dem Baseballschläger durch meinen Laden gehen. Manche, aber nicht alle machen das. Boah, das wäre ja schon richtig frech, oder? Wenn die einfach den Einkauf komplett abbrechen, nur weil eine Sache zu teuer ist. Warum hast du keinen Kassierer? Naja, weil ich ihn nicht brauche. Also ich kassiere lieber selber, anstatt die ganze Zeit jemanden auf Zeitlupe zu sehen, der nebenan chillt und auf Zeitlupe abkassiert. Weiß nicht, wie das so bei dir ist, aber bis jetzt finde ich das eigentlich ziemlich cool, selber zu kassieren. Chat, wir haben $2.800. Wir haben sehr gut Geld gemacht diesen Tag. Weiß einer, ob in Italien Cannabis legal ist? Musst du googeln. Würde es dir mega viel ausmachen, ein Stück runterzurutschen, dass man dein Geld sieht oben rechts? Warte, was meinst du genau? Smokin, einen wunderschönen guten Abend. Also, man sieht doch alles. Oder bin ich jetzt blöd? Habe ich nicht extra die ich weiß jetzt gerade nicht zu 100%, was du meinst. Bei der Kasse. Bei der Kasse? Warte, du meinst, wenn ich kassiere, oder? Ich weiß gerade nicht zu 100%, was du meinst. Smokin, auf jeden Fall einen wunderschönen Abend an dich. Ich kassiere den ganzen Tag, gar keinen Bock mehr. Ja, das ist halt die Sache. Also, das ist halt eines so dieser Mankos, finde ich halt, bei dem Spiel, was ich halt auch bei manchen Steam-Rezessionen gelesen habe.
einfach die Sache, dass du eigentlich durchgehend am Einräumen bist. Und wenn ich jetzt einen Kassierer kaufe, sage ich jetzt mal, und selber auch dann vielleicht gar nicht mehr kassiere, dann bin ich durchgehend dabei, die Regale aufzufüllen. Also checkt ihr meinen Gedankengang? So, also deswegen versuche ich das eigentlich, solange es geht, irgendwie herauszuzögern, weil es eigentlich irgendwie eine Aufgabe ist, die man halt eben gerade irgendwie so in dem Spiel hat. Und wenn die Aufgabe weg ist, zu kassieren, ihr, was macht man dann, ne? Was bleibt einem noch übrig? Wilde Hilde, Dankeschön übrigens auch noch an dich für deinen Follow, Mann. Dankeschön. Dann bleibt einem ja gar nichts mehr übrig. Sorry, war mein Fehler, ist schon spät. Der Bildschirm war verrutscht. Das ist mir jetzt peinlich. Warte mal, dein Bildschirm? Was? Was ist denn hier heute schon wieder los? Mein Bildschirm ist verrutscht? Warte mal, wie, was? Dein Bildschirm? Wie verrutscht denn ein Bildschirm? Oder meinst du deinen Tab? Ich bin fasziniert heute. Es ist Freitag, Josh. Ja, also es war eine harte Woche anscheinend für einige. Also eine sehr, sehr harte Woche anscheinend bei einigen. Faszinierend, was ich hier lese. Faszinierend. Wie verrutscht denn ein Bildschirm? Ja, also ist dir das noch nie passiert? Da, mal eben so, der Bildschirm mal eben. Stimmt, es ist Freitag. Ja, es ist dein Chat. Wundert es dich? Also ich bin ganz ehrlich, ne? Ich meine jetzt so in meinen, weiß ich, in meinen 8 Jahren oder so, die ich jetzt schon streame. Also, ja. Ich habe schon sehr, sehr viel gelesen. Sehr, sehr viel. Und da war auch sehr viel lustiger Shit bei, ne? Aber es gibt immer wieder Dinge, die faszinieren einen irgendwie immer wieder aufs Neue. So wie eben heute die Situation, wo jemand sagte, ich esse meine Chips in einer Schüssel mit einem Löffel. Also, könnt ihr mich verstehen? Man liest immer wieder Dinge, die einen einfach, ja, stutzig machen, peinlich berühren. Ich weiß auch nicht, was man da noch so zu sagen soll. What? Ja, ja, wir haben das sogar getestet. Wir hatten eben jemanden, diese Person isst ganz normal ihre Chips aus einer Schüssel mit einem Löffel. Ja, also deswegen, es gibt tatsächlich immer wieder etwas, was ich noch nie gehört habe, was ich in meinem Chat lese. Ja, wir wollen dich ja auch unterhalten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also unterhalten werde ich hier auf jeden Fall bestens. Das steht auf jeden Fall mal fest. Okay, den einen Karton habe ich schon mal, den bin ich los. Das ist schon mal ganz gut. Okay. Ja, hier ist ein bisschen Chaos, Chat, ne? Karton-Chaos haben wir hier gerade am Start. Chips mit Stäbchen essen. Ja, also das wäre jetzt dann auch nochmal irgendwie Next Level, ne? So, Bio-Eier hat heute einfach niemand gekauft. Ey, Joghurt wurde eingekauft. Was? Der Joghurt wurde eingekauft? Wie kam das denn zustande? Ich kenne wen, die isst es mit Stäbchen. Also diese Person isst wirklich ihre Chips mit Stäbchen. Boah, aber das ist auch schon wieder sehr skurril, ne? Oder? Wie hast du das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Plötzlich wird der Joghurt gekauft. Ich habe eigentlich nichts geändert. Oder habe ich den billiger gemacht? Ich glaube nicht. Darauf erstmal ein Kinderriegel. Boah, Schokolade wäre jetzt schon echt ein extremer Motivationsschub bei mir. Da hätte ich jetzt schon hart Bock drauf. So, hier haben wir alles aufgefüllt. Die Kuchen gehen noch. Wir brauchen Süßigkeiten, Schokolade brauchen wir. Süßigkeiten, Schokolade, Erdnussbutter wurde wieder ordentlich reingescheppert. Okay, Schokolade, Süßigkeiten. Süßigkeiten, Kaffee, was fehlte mir jetzt noch? Irgendwas fehlte mir noch. Die Handseife ist noch okay. Achso, die Erdnussbutter, ne? Okay, Erdnussbutter und Mr. Proper hier, Meister Proper. Okay, Toast geht auch noch. Okay, Kaffee, Erdnussbutter. Und dann noch den Meister Proper. Den haben wir hier, den brauchen wir auch noch. Heute keine Milch gekauft. Milch habe ich gerade schon aufgefüllt. Die normale Milch geht auch nicht so gut weg, ne? Warte mal. Bin ich schon mal gesprungen? Lars, danke dir für dein Follow, Mann. Hä, warum fühlt sich das gerade so weird an zu springen?
Also ich meine, ich bin glaube ich mal hier hochgesprungen, ne? Oder? Hier. Alter, warum fühlt sich das so komisch an zu springen? Hä? Das war gerade wie so ein... Man springt einfach wie grazil. Du springst nie. Ja, und das mache ich normalerweise immer in Videospielen, weil ich das so gewohnt bin durch die ganzen Shooter. Ich bin Shooter verseucht. Hä, das ist ja krass. What the fuck? Warum liegen da so viele Kartons in der Ecke? Die werden aufgehoben für ein Bauprojekt eines Tages. So, Wasser sieht tatsächlich auch noch ganz okay aus. Hier können wir nochmal eben auffüllen. Jetzt springst du nur noch. Ja, damit sollte ich aufhören, weil das ist zum Zuschauen, glaube ich, sehr anstrengend. Honig und Puderzucker könnten wir auch nochmal eben kaufen. Wobei Puderzucker erstmal wichtiger ist. Und zwar ihn hier. So, Chats. Ein weiterer Tag schreitet von dann. Debbie auch noch mit 22 Monaten. Ich danke dir von Herzen. Dankeschön. Diese Kartons wären ein Paradies für Katzen. Absolut. Also unsere Katzen würden da absolut ausrasten. Ich danke dir von Herzen, Debbie, auch noch für die 22 Monate. Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut. Kannst du noch Lizenzen kaufen oder hast du schon alles? Nee. Ich kann noch. Das wollten wir jetzt gleich auch machen, wenn unser Geld noch reicht. Wir sind gerade ein bisschen knapp bei Kasse. Also waren wir. Jetzt gerade sind wir bei 2400. Das ist eigentlich ganz gut. Aber wir waren jetzt die letzten Tage irgendwie sehr knapp bei Kasse, Chat. Ich habe mich nur noch von unseren eigenen Nudeln ernährt und von Ketchup mit Nudeln. Ich bin Shooter verseucht. Ja, ist wirklich so. Ich bin das so gewohnt, in allen Shootern die durchgehen zu springen, weil das einfach ist so normal. Ganz schlimm. Ganz viel Liebe an alle. Dankeschön, Gott, auch noch mit 31 Monaten. Dankeschön. Danke, Mann. Das erste Mal einfach dir zugeschaut und du hattest da höchstens 60 Zuschauer. Ja, bei Zeiten sind schon ein bisschen mehr als 60 Zuschauer geworden. Ja, so ein bisschen. Der Chat ist halt supermarktsüchtig, ne? Was soll ich sagen? Alle sind halt supermarktsüchtig. So, okay, das geht aber alles klar. Der Kuchen ist auch noch okay. Die Schokolade, ja, ja. Da. Andi, einen wunderschönen guten Abend. Hey. Oh, wir hätten sogar eigentlich noch mehr davon kaufen können. Huch. Oh, Chats, lass das gleich mal machen, was ich eben noch gesagt hatte, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte mit euch zusammen so Freundschaftsbuchfragen machen mit dem Chat. Da muss ich gleich mal googeln. Oder ihr googelt. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ich fand das Snufkin-VOD übrigens toll. Spielst du das, wenn es Release wird? Ich bin auf jeden Fall am Überlegen, das zu spielen, wenn es Release wird. Ja, das Spiel war wirklich sehr, sehr lustig. Und sehr, sehr süß. Also der Artstyle war wirklich, der hat mich echt aus den Socken gehauen. Der hat das Spiel komplett gecarried, fand ich. Alleine diese Cutscenes und die Musik war wundervoll. Das war heftig. Kann man sich bei Zeiten einen großen Laden holen? Du kannst den Laden selber immer weiter ausbauen. Der Laden vorher war nur dieser eine Raum hier, sage ich jetzt mal. Also wir haben den schon viel, viel größer gemacht. Wir haben den, glaube ich, jetzt so, ich sag mal so fünfmal oder so haben wir den erweitert. Ungefähr. Ja. Und Grimm, nochmal Dankeschön übrigens für die 20 Monate. Ey, wirklich Grimm mit 20, God mit 31, 22 nochmal von Debbie. Ich danke euch, Mann. Schön, dass ihr da seid. Ich wollte dir einfach mal danken, verfolge dich jetzt schon länger und du hilfst mir mit deinen Streams einfach unnormal. Einfach Dankeschön. Tomate, das freut mich sehr. Schön, dass dir meine Streams gefallen. Und Pitti, pass auf dich auf. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Es bedeutet mir sehr viel, dass dir meine Streams gefallen. Damals, wo es noch 20 Zuschauer waren, das waren Zeiten. Also ich bin euch ehrlich, also auch nach all diesen Jahren, wie gesagt, ich streame jetzt ja schon sehr viele Jahre. Ich habe ja vorher dann auch auf YouTube gestreamt gehabt, sehr viele Jahre. Und ich weiß wirklich einfach noch genau, wie es war, als ich gar keine Zuschauer hatte. Und das so, boah, Junge, gefühlt irgendwie anderthalb Jahre oder so. Und ich ja dann Freunden gesagt hatte, so, yo, weiß nicht, ne, könnt ihr mal irgendwie so in meinen Stream kommen. könnt ihr mal bitte so in meinen Stream kommen und dann, damit man irgendwie so ein Gesprächsthema hat und damit man halt so einen Viewer hat einfach. Also das fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen. Deswegen bin ich halt echt so dankbar für immer jeden, der hier seine Zeit versenkt in meinen Streams. Weil das einfach, es ist halt eben was Krasses, ne, Zuschauer zu haben. Also gerade bei so einer riesen Auswahl bei Streamern halt, ne. Ich meine, es gibt unendlich. Deswegen, es ist schon eine große Ehre.
Du bist so ein Lieber, ich komme nicht klar. Jay, warum denn das? Aber süß. Ich mach doch gar nichts anders. Jay, wisst ihr was heute irgendwie, das war eine süße Situation. Also ich musste ja heute mit meinem Papa zum Augenarzt fahren und ich habe den ja begleitet praktisch. Und ich musste halt eine Stunde im Wartezimmer alleine sitzen, weil ich da nicht mit rein sollte und so. Also saß ich da einfach eine Stunde im Wartezimmer. Und dann kam so eine Putzfrau, Putzkraft eben, und ne, weil wir waren halt so die letzten Leute einfach, und die ist dann da so durchgewuselt halt und kam dann auch irgendwann so ins Wartezimmer rein, hat das Wartezimmer so ein bisschen sauber gemacht. Und die hatten diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so bei Ärzten seid, die haben immer diese riesen Wassertanks, die so gluck, 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 gluck machen. Keine Ahnung, ob ihr die kennt, wahrscheinlich. Und ich fand das Geräusch so lustig und dann habe ich halt einfach so gesagt, so hey, das Wasserding, so, das macht so lustige Geräusche. Weil ich fand das Geräusch so beruhigend irgendwie, ich fand das geil. Und ich sag das so zu ihr so, und sie fing so voll an zu lachen. Und dann habe ich so ein bisschen mit ihr einfach gequatscht, so während sie da am Saubermachen war. Das war irgendwie süß. Puderzucker, Mehl, Mehl. Warte mal. Ah nee, das ist der andere Puder. Ich wollte gerade sagen, ist der schon wieder leer? Okay, das ist der andere Puderzucker. Ich dachte gerade. Junge. So, Puderzucker, Mehl. Warte mal, haben wir wirklich kein... Okay, also Mehl scheint auch gerade wirklich wieder dermaßen eingekauft zu werden. Das ist ja krass. Ja, kenne ich. Gluck, gluck. Ja, ja, genau. Du meinst diese Wasserspender. Ja, ja, genau, diese riesen Tanks. Und die machen irgendwie immer wieder... Keine Ahnung, wie gesagt, es dauert immer ein bisschen, aber da ich so lange in diesem Wartezimmer sitzen musste, hatte ich halt Zeit so. Und jedes Mal, so alle paar Minuten, kam eben so ein gluck, 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 gluck. Und dann gingen so diese Bläschen nach oben. Das war irgendwie cool. Der gute alte Sass Puderzucker, ja, ganz normal. Der immer. Und der kommt wirklich sehr gut an. Immer schön, wenn man jemanden da hat, mit dem einer schreibt, also als Streamer. Ja, auf jeden Fall, Mann. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe dann damals Freunden Bescheid gesagt, so von wegen, ey, kommt mal irgendwie in meine Streams, damit man halt irgendwie so ein Gespräch aufbauen kann. Ja, also ich kenne das selber noch sehr gut. Käse und Soda ist jetzt noch nicht so wichtig, weil wir haben da irgendwie mehrere von. Mozzarella. Okay, vielleicht Käse und Mozzarella noch. Käse und der gute Mozzarella. So, wir haben noch Chat, wir haben noch 2300. Oh nein, aber warte mal, wir müssen bestimmt wieder Rechnung bezahlen, ne? Ah! 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 Diese Blutsauger. Scheiße. Warte mal, wie viel kostete nochmal die Lizenz? Warte mal, wir können sie trotzdem kaufen. Be mindful, hab einen schönen Abend, pass auf dich auf. Chat, kaufen wir die? Sollen wir die kaufen? Was bekommen wir denn? Käse, Kaffee mit einer hellen Röstung. Was ist denn Kaffee mit einer hellen Röstung? Wasserflaschen, 12er-Pack Eier. Junge, wir können einen ganzen Kühlschrank nur mit Eiern vollmachen mittlerweile. Es gibt so viele verschiedene Eierpackungen. Das wusste ich gar nicht. Nee, warte noch einen Tag. Also, wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, aufstocken, was Regale angeht. Vielleicht macht es sogar Sinn, erstmal Regale aufzustocken, bevor wir die Lizenz kaufen. Das Game sieht echt cute aus. Papa Plock ist wirklich ein sehr süßes Spiel. Also wer sich mit so einfachen Dingen zufrieden gibt, der wird hier sehr viel Spaß haben. Ja, vielleicht machen wir das, Chat. Vielleicht upgraden wir erstmal den Laden. Mit ein paar neuen Regalen. Das Spiel wird so gekauft nächsten Monat. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Sonst heulen die wieder rum. Wenn du einen Tag wartest, kannst du die Produkte auch kaufen. Ah, ja, ja, stimmt wohl. Ja, dann warten wir einen Tag und erweitern erst den Laden gleich. Kann man das mit mehreren spielen? Nee, noch nicht. Also es gibt noch keinen Multiplayer. Aber ich könnte sehen, dass es sowas in der Zukunft vielleicht eines Tages geben wird. Vielleicht. Ich glaube, in dem Supermarkt würde ich als Veganer nichts kaufen. Crazy, das würdest du, denn ich habe extra Angestellte, die Leute dazu zwingen, dass du etwas kaufst. Also doch, du würdest etwas kaufen. Ich habe dafür extra Angestellte. Die sind bewaffnet. Die zerren dich, wenn es sein muss, in den Supermarkt rein und du wirst kaufen, glaub mir. Und das mit einem Lächeln. Kennst du King of Retail? Yes. Er verkauft doch auch Wasser. Das ist doch auch vegan, oder?
Also mal ganz kurz, so an Produkten, die wir haben, was könnte davon vegan sein? Also ja, Wasser, schätze ich mal. Ich meine, okay, ne, selbst in Seife oder so könnten irgendwelche tierischen Sachen drin sein, ne? Pommes? Was haben wir denn noch? Die Spülmaschinentabs. Madden, einen wunderschönen guten Abend. Das Game ist ganz nett, hat aber noch viel Potenzial. Ich bin echt auch Verkäufer und es fehlt noch so viel, was man integrieren könnte. Zum Beispiel direkt am Regal bestellen oder mit... Ja, ja, safe, auf jeden Fall. Madden, auf jeden Fall. Es gibt ganz viel, was man da auch hinzufügen kann. Auf jeden Fall. Aber ich hoffe und ich glaube sogar, dass das ja nur ein Entwickler ist. Also das ist eine Person. Also es macht schon Sinn, dass das Spiel gerade so ist, wie es ist. Ja, also es macht schon Sinn. Ich hoffe, dass das auf jeden Fall, und das hat es ja bis jetzt, weiterhin einen großen Erfolg hat und dass das Spiel einfach immer erweitert wird. Denn, wie du selber auch schon sagst, es hat unfassbar viel Potenzial. Also alleine, wir hatten da letztens ja drüber gesprochen, Junge, alleine einfach so verschiedene Produkte zu verschiedenen Jahreszeiten zu haben, ne? Wie zum Beispiel irgendwie an Weihnachten, an Ostern, irgendwelche Ostereier, an Silvester zum Beispiel Feuerwerk zu verkaufen. Junge, wie geil das wäre. Ne? Also alleine sowas wäre so cool halt. Also das würde ich total fühlen. Ich habe mir jetzt auch das Spiel gekauft. Ich wünsche dir viel Spaß, Dark, beim Spielen. Obst- und Gemüseabteilung, genau. Okay, ich weiß jetzt natürlich nicht, was noch in Zukunft kommt, weil ich habe ja jetzt erst irgendwie gefühlt 5 Lizenzen. Aber ja, Obst, Gemüse wäre auch cool. Sunny, übrigens, Dankeschön auch an dich für dein Follow. Dankeschön. Ich würde mir wünschen, dass man auch Verräumer einstellen kann, damit das Lager auch einen Sinn macht. Ja, auf jeden Fall. Generell, so Leute auf 520-Euro-Basis, sage ich jetzt mal, die deine Regale auffüllen, ne, sowas halt. Dann macht das Lager absolut Sinn. Jetzt gerade finde ich das Lager eher sehr belastend und nervig und deswegen habe ich es auch nicht. Okay, aber ich würde sagen, Chat, das ist alles noch gerade ganz okay. Soda, wie gesagt, haben wir ganz viel, das sieht ganz gut aus. Das wird sowieso nicht so viel gekauft, deswegen ist das auch okay. Jo, ich würde sagen, wir starten mal einen neuen Tag. Auffüllen soll im nächsten Update kommen. Kai, weißt du denn, wann das nächste Update kommen soll? Also gibt es dafür einen Tag oder so? Oder ein Datum? Das Spiel wird von einer einzigen Person programmiert und der kommt aus der Türkei. Das nächste, was sicher zugesagt sind Regalaufräumer. Und das sind ja schon sehr geile Sachen. Ne? Also alleine das ja schon ist ja was Tolles. Und wie gesagt, ich gönne das dem Entwickler, vor allem wenn das eine Person ist, absolut diesen Erfolg. Ich meine, das Spiel spielen ja so viele mittlerweile und auch so viele Streamer und das ist cool, Mann. Ich finde es immer toll, wenn so, ich sage jetzt mal, so eine Person da irgendwie so eine Vision hat und Dinge dann durchzieht einfach. Und das dann gut ankommt. Ich finde das toll, Mann. Das ist richtig cool. Mindestbestellmenge wäre auch geil. Nie wieder bestellen, auffüllen und kassieren. Ja. Ja. Ich stehe nun in direktem Kontakt zu ihm. Ach, krass. Es wäre gut, wenn man Regalplätze definieren könnte. Wie gesagt, im Endeffekt, ich glaube, das sind so viele Dinge, wo man da noch dran arbeiten könnte und wie man das Spiel erweitern könnte. Da wird bestimmt noch einiges kommen, hoffe ich. Der Typ schafft alleine mehr als Rockstar Games in 10 Jahren. Ja, also das glaube ich jetzt eher weniger. Also Rockstar Games mit einer einzigen Person zu vergleichen. Bro, also Rockstar Games ist da schon eine ganz andere Nummer, Mann. Und dann noch ein Büro anbauen und AFK Twitch schauen. Also man kann zu Rockstar Games sagen, was man möchte. Ja, die haben ihre komischen Sachen da gemacht mit diesem GTA Remastered und keine Ahnung was. Aber Rockstar Games ist halt eben einfach, du weißt, wenn das Spiel rauskommt, es ist Maßstäbe setzend. Und da kann man sagen, was man möchte. Ne? Also es ist eben einfach so. Und deswegen kann Rockstar Games sich wegen mir auch 20 Jahre für ein GTA nehmen, wenn das Spiel im Endeffekt geil wird. Bruder, ich bin der Letzte, der sich darüber beschwert. Die sollen machen, was sie wollen. Über die ganzen Online-Sachen, ne, wie die mit dem Online-Modus umgehen und ne, mit diesem Remastered und keine Ahnung was, da ja, ne, kann man drüber streiten. Aber man muss halt eben einfach sagen, wenn wirklich ein Titel rauskommt von denen, ein niegelnagelneuer und kein Remaster ist oder so, dann sind die eigentlich immer wirklich... Ja, die setzen, wie gesagt, neue Maßstäbe halt, ne? Egal, ob es ein Red Dead Redemption ist oder Max Payne zum Beispiel auch damals. GTA sowieso, kennt ja jede Sau. Ich arbeite im Verkauf und ich habe meinen Chef erwischt, wie er im Büro TikToks geschaut hat. Junge, TikTok auch wirklich so eine Welt macht, ne? Schrecklich. Mia, Knutsch. Rockstar Games bringt ein Spiel raus, aber patcht keine Fehler. Die machen eher das Gegenteil mit den Updates.
Ich weiß nicht. Also ich hatte ehrlich gesagt, also hier Red Dead Redemption war anfangs wirklich sehr problematisch auf PC. Mittlerweile habe ich da gar keine Probleme mit. Also ich weiß nicht, vielleicht bist du auch jemand, der online spielt. Wie gesagt, online fühle ich gar nicht bei GTA oder eben Red Dead Redemption. Ich bin da eher der Singleplayer-Spieler. Aber sonst muss ich wirklich sagen, die haben da immer super Arbeit geleistet. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Spiele, die ja entwickelt werden von Rockstar Games, gerade eben GTA oder so, Junge, die sind so gigantisch. Eigentlich ist es klar, dass sie Fehler haben, die Spiele. Ne, also, das macht schon sehr Sinn. Die Spiele werden einfach eben immer größer, immer umfangreicher und deswegen, also klar, es ist scheiße, ein Spiel unfertig rauszubringen, aber irgendwo kann man da dann ab und zu, finde ich, schon drüber hinwegsehen, weil es halt eben einfach, wie gesagt, die Produkte, diese Spiele werden immer umfangreicher. Also das ist ja Wahnsinn, was da teilweise rauskommt heutzutage. Auch wenn AAA-Titel nicht mehr wirklich so das The Yellow from the Egg sind, ne? Indie-Spiele carryen da auf jeden Fall hart in meinen Augen. Rockstar baut alles so, vor allem in GTA Online, dass die Konsumis alles kaufen, was sie sehen, ja. Und ich meine, im Endeffekt, ne? Stell dir mal vor, du hast so eine riesen Firma oder du bist halt eben Unternehmer generell. Naja, es geht halt eben einfach nur darum, ne? Es geht immer nur ums Geld. Ja, das muss man halt eben einfach sagen. Ne? Es geht eigentlich immer nur ums Geld, gerade wenn es dann zu solchen Riesenfirmen, also um solche Riesenfirmen geht. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht schönreden oder so, aber es ist halt eben einfach so, ne? Das Game macht auf jeden Fall mehr Spaß als den Job in echt. Ja, auf jeden Fall, Alter. Wirklich im Einzelhandel zu arbeiten, ist eine Katastrophe. Heute war ich 8 Stunden in der Getränkeabteilung, morgen 7 Stunden kassieren und 1 Stunde Getränke. Uiuiuiui. Ich hoffe, dass du einen guten Tag hast morgen. GTA RP macht mega Spaß, hat damals auch gesagt, ist nicht meins, aber ich habe mich überreden lassen und nun kann ich kaum noch ohne. Ja, ich habe es tatsächlich damals mal ausprobiert, aber meins ist es wirklich nicht. Ich finde auch die Spieler meistens immer sehr nervig bei GTA Roleplay. Also oftmals, ne? Nicht alle natürlich, aber oft. Und das ist mir irgendwie zu nervig, ich weiß auch nicht. Aber ich weiß, dass GTA Roleplay sehr, 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 sehr bekannt ist und auch sehr gerne gespielt wird. Schlappohr, Dankeschön auch noch an dich übrigens. Dankeschön. Nochmal an alle Follows. Mia, Schlappohr, Sunny, Mehlemaus, Joka, danke euch. Boop, 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 boop. Chat, mal ganz kurz an die Leute, die das Spiel spielen. Ne? Habt ihr selber schon Kassierer eingestellt? Also findet ihr, das macht Sinn? Weil ich meine, im Endeffekt, so die Leute laufen ja auch nicht weg, sage ich jetzt mal, wenn irgendwas zu lange dauert, oder? Deswegen ist es ja total egal, ob man Kassierer hat oder nicht. Ja, und direkt eine zweite Kasse gekauft. Und was bringt dir das dann? Also, was macht das dann? Nee, ich habe 2 Kassierer, okay. Weil, also ich, wie gesagt, ne, ich hatte es ja eben schon gesagt gehabt, also im Endeffekt ist das ja der einzige Inhalt vom Spiel gerade. Gefühlt. Also neben dem Regale aufräumen halt. Das wäre irgendwie voll schade, wenn man plötzlich nicht mehr kassiert. Jana, einen wunderschönen guten Abend, hey. Also ich meine, klar, wenn du dann irgendwann so einen Riesenmarkt hast, dann macht das safe Sinn, auf jeden Fall. Ihr seid alle wunderschöne Wesen, kleiner als 3. White Gun, danke dir für die 23 Monate. Das gebe ich natürlich zurück, dankeschön. Naja, es geht trotzdem an der Kasse voran, obwohl ich auffülle. Ja, aber das ist es halt, ne? Also ich will gar nicht, weil dann machst du ja nichts anderes mehr außer auffüllen. Und das will ich eigentlich so ein bisschen vermeiden, weißt du? Also würde ich jetzt auch noch die ganze Zeit nebenbei auffüllen, dann... Ich weiß nicht, dann... Das ist so... Man macht gar nichts anderes mehr außer auffüllen. Der ganze Lebensinhalt besteht daraus. Boah, hier wurde Fat Pommes eingekauft. Das bekomme ich... Also das begrüße ich sehr. Ich konnte den Kartoffelsack nicht finden. Ja, wir müssen leider... den Tag müssen sie jetzt noch leider ohne Kartoffelsack auskommen. Das werden sie aber hoffentlich noch schaffen.
Ich habe jedes Produkt ein Regal zugewiesen, so komme ich über den Tag und kann auch kassieren. Ja, das hatte ich bei Gronkh auch gesehen, dass man so, ja, weiß ich nicht, ob ich das machen will. Irgendwie finde ich, das sieht so kacke aus, wenn so ein Produkt so ein komplettes Regal ein... Aber macht natürlich schon Sinn irgendwo, ne? Wenn man so die besten Dinge ein... Ne? Irgendwo macht es natürlich auch Sinn. So mache ich es auch, ja. Ich mache es wie du, morgens auffüllen und dann kassieren und dann wieder auffüllen. Ja, also ich finde den Rhythmus eigentlich auch so am angenehmsten bis jetzt. Tagsüber schön abcashen. Und dann abends einfach schön Zeit nehmen, um die Sachen ganz gemütlich einzusortieren. So, und damit schließt der Supermarkt. Der Supermarkt ist geschlossen für heute. Dankeschön. Ich kassiere eigentlich ganz gerne, bin aber eher der Hybrid und kann alles. An der Kasse ist es aber einfacher, gemütlicher. Bin es aber auch schon gewöhnt, mache es mittlerweile 8 Jahre. Der Lohn könnte besser sein, aber sonst ist es in Ordnung. Das Beste ist, dass der Laden fast vor meiner Tür ist, also Arbeitsweg 5 Minuten. Boah, das ist krass. Chat, mal ganz kurz so als Frage an euch, ne? Also, ich weiß, dass viele von euch natürlich auch selber schon in diese Richtung arbeiten, also in irgendwelchen Läden oder so, aber würdet ihr an der Kasse oder generell in so einem Supermarkt arbeiten? Also, würdet ihr das machen? Also, weil, ich meine, es ist wichtig natürlich, dass es solche Menschen gibt, ne? Also, ich will sowas nicht schlecht reden. Also, es hört sich manchmal irgendwie so an, als würde ich jetzt das schlecht reden wollen, aber das will ich natürlich nicht. Aber ich könnte das einfach nicht. Also, ich könnte es einfach nicht. Es wäre mir alleine zu anstrengend wegen diesen ganzen Vollidioten, die da rumlaufen. Ich meine, klar, die hast du in jedem sozialen Beruf. Das ist halt eben einfach so, weil mit Menschen halt. Aber ich weiß nicht. So, Seife, Wasser brauchen wir auch noch. Nee, für mich wäre das nichts. Nur Kasse 8 Stunden lang nicht. Arbeite in einem Café? Jein, okay. Wäre nichts für mich. Ich würde es bei Rewe dann machen. Okay, warum speziell bei Rewe? Kann ich mir tatsächlich mittlerweile vorstellen. Meine Mom ist beruflich Verkäuferin und sie macht das total gerne. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, so dafür musst du gemacht sein. Also, weil ich kenne einige, auch so in meinem engen Kreis, die haben das, also ja. Die haben das halt gemacht, ne, wegen einfach, weil sie halt, es war halt einfache Arbeit, sage ich jetzt mal. Ne, also kannst ja überall mal eben dich bewerben, sage ich mal. Und ne, gibt ja viele Supermärkte, gerade bei uns jetzt so, in der Großstadt und so. Aber ja, die haben halt irgendwann einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. Ne? Es ist halt ein sehr anstrengender Beruf so an sich, sage ich jetzt mal. Ne? Also du musst es wirklich abkönnen. Okay, was hatte ich hier nochmal, Chat? Was hatte ich hier? Hier hatte ich den Mozzarella. Hier war aber kein Mozzarella, oder? Honig, Puderzucker... Honig, Puderzucker, das war der hier, glaube ich. Thunfisch. Oh, die haben den Thunfisch weggekauft. Sehr gut. Zum Glück habe ich euch. Okay, wir brauchen dann auch noch Thunfisch gleich. Ich bestelle jetzt erstmal. Boah, das ist ein teurer Einkauf. Isabel, schlaf gut. Ich mache vielleicht ab Sommer eine Lehre als Detailhandelassistentin. Detailhandelassistentin. Was ist denn, was ist das? Wer bleibt mir die 14 Stunden zum Runterladen von einem 90 Gigabyte Spiel wach? Ich nicht, Mann. Dafür schlafe ich zu gerne. Das tut mir leid. Das mache ich nicht. Krümel! Mit 70... Hey Mann meiner Träume und Vater meiner Kinder, was ist ca. 15 cm lang, steif und wird in eine feuchte Öffnung hineingeschoben, wo es schnell hin und her bewegt wird? Richtig, eine Zahnbürste. Was ihr wieder denkt. Muahaha, Kuss, liebe Krümel, schwarzes Herz. War dir das 70 Euro wert? War dir das gerade 70 Euro wert? Holy shit. Krümel, Dankeschön für 70 Euro. Ich möchte bitte geblitzdings werden von einer dieser Men in Black, die immer bei uns einkaufen gehen. Bitte blitzdingsen Sie mich. Ich will alles wieder vergessen. Für deinen Gesichtsausdruck immer. Krümel, ich danke dir von Herzen für die 70 Euro.
Was soll ich jetzt dazu? Junge, das ist so viel. Wahnsinn. Holy shit. Chat, einmal bitte einfach ganz, ganz viel Liebe dalassen für den Support. Danke dir für die 70 Euro. Junge. Das ist wirklich Wahnsinn. Dankeschön für alles, Krümel. Dankeschön. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit gerade, weil du hast ja letztens, glaube ich, gesagt gehabt, dass dir nicht so gut ging. Wirklich einfach nur viel Liebe, Mann. Dankeschön. Ach du Scheiße. Lion, Dankeschön auch an dich für dein Follow. Das ist ja Wahnsinn. Das ist in Deutschland eine Ausbildung im Supermarkt, aber geht nur 2 Jahre. Oh, okay. Habe ich doch gar nicht gehört. Interessant. Nee, ich kann ja nichts dafür, dass ihr immer alle falsch denkt. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt... Ich war einfach verstört. Generell. Ich bin einfach jedes Mal verstört, wenn ich nur deinen Namen lese und du eine Donation da lässt. Ich bin schon im Vorhinein verstört, weil ich genau weiß, dass irgendetwas ganz Skurriles passieren wird. Ja, ich glaube, das ist es eben einfach. So, das haben wir alles. Mehl. Boah, ich würde gerne die Soda umstellen. Machen wir vielleicht auch mal gleich. Ich fühle mich so alleine hier. Ja, Little, du bist ganz alleine. Ganz alleine bist du auf der Welt. Niemand möchte mit dir reden. Niemand geht auf deine Nachrichten ein. Du bist ganz alleine auf dieser weiten, großen Welt. So, wir brauchen Bleiche. Okay, da haben wir aber noch viel Bleiche. Ey, vielleicht machen wir aber hier auch so dieses Layout von wegen, wir machen einfach eine Seite komplett voll. Vielleicht lassen wir das erstmal einfach so und lassen das ausverkaufen. Salz, Öl, Milch schon wieder. Alter, diese Milch, ne? Salz, Öl, Milch. Geiler Laden, dankeschön. Hoffe, dir geht's gut. Salz, Milch und das Öl. Und ja, ich habe jetzt Urlaub, also Ruhe vor der Arbeit. Dann genieße auf jeden Fall deinen Urlaub und mach's dir gemütlich. Julia, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ich wohne in der Schweiz und der Lohn ist auch besser, so viel ich gehört habe. Ja, aber muss der Lohn nicht auch generell höher sein in der Schweiz, weil halt in der Schweiz auch generell einfach alles viel, viel teurer ist? Also deswegen macht das schon Sinn, dass da ein Verkäufer mehr verdient, oder? So, Nudeln, Mehl. Das war das Mehl, glaube ich. So, wie sieht es mit unserer Tiefkühltruhe aus? Oha! Oha! Okay, die Pommes sind komplett weg. Also machen wir hier wieder komplett Pommes. Also zweimal Pommes und einen Truthahn wieder. Pommes. Und der, was ist das? Heißt das Hähnchen? Truthahn? Hähnchen. Und noch ein Hähnchen. Sehr gut! Kartoffeln, ja, Kartoffeln müssen wir auch noch nachbestellen. Aber dafür wollten wir uns ein ganzes Regal nehmen für die neuen Produkte. Und, warte mal, was war hier? Thunfisch. Einen Thunfisch kaufen wir noch. Und dann kümmern wir uns darum, dass wir die Regale ein bisschen erweitern, würde ich sagen, Chat. So, und noch der Thunfisch. Ich habe keine Motivation mehr, mir die Zähne zu putzen vor dem Schlafengehen. Das ist sehr problematisch. Ich kann dir nur sagen, es lohnt sich, diese Motivation aufzubringen und sich zu zwingen, weil du möchtest nichts an den Zähnen haben. Ich weiß ja nicht, es gibt irgendwann Menschen, so, die haben gar keine Probleme mit den Zähnen und es gibt Menschen, die haben sehr viele Probleme mit den Zähnen. Ich weiß ja nicht, was ihr so, also zu welcher Kategorie ihr so gehört, aber du willst es einfach nicht. Du willst, also wirklich, es ist, und das ist eine Motivation einfach, die mir Kraft gibt, es durchzuziehen und mich zu zwingen. Wirklich, also Schmerzen in den Zähnen zu haben, also generell so Zahnschmerzen oder dann eben da irgendwelche Reparaturen zu haben, die ich ja jetzt dann leider auch tatsächlich sogar diesen Monat noch habe und nicht zum Zahnarzt muss, das will man einfach nicht. Wirklich, mach es einfach, zwing dich. Das ist wirklich, diese 2 Minuten, die du da Zähne putzt, das ist es wert. Aber die, ne, also wenn du dann da zum Zahnarzt musst und da extra hinfahren musst und einen Termin und die Schmerzen, das ist, da würde ich sagen, da nehme ich diese 2 Minuten gerne in Kauf, auch wenn es manchmal wirklich abgefuckt ist. Ja, das ist schon okay. Magst du den Link vom Online-Shop meiner Schule haben? Nö, aber danke schön, dass du nachgefragt hast. Okay, auf zum Waschbecken. Ja, auf zum Waschbecken. Zähne putzen, zack, zack.
Danke, ich habe die Motivation auch gebraucht. Dann ab zum Zähneputzen. Da kommt immer diese eine Frau, die 4 Sixer per Milch kauft. Ist das so? Die kaufen alle zu viel Milch, ja? Milch ist krass. Schade, hätte ja was bei sein können für deinen Laden. Nee, dankeschön. Alles gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem Sortiment in meinem Laden. So, und hier haben wir dann auch noch die Truthähne. Marlon, pass auf dich auf, man. Hab einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Okay, Chat, also jetzt. Okay, wir haben nur 3.100. Das ist leider, glaube ich, ist das genug? Ja doch, die hat 1.100 gekostet, ne? Oh mein Gott, wir haben sogar Geld noch genug, um die Lizenz zu kaufen und noch Regale zu kaufen. Das ist geil. Ich helfe morgen bei einem Umzug und ohne Witz, ich habe absolut keine Kraft in den Armen. Wie soll ich da bitte Kisten tragen? Spinat essen oder so? Ich weiß es auch nicht. Ich hoffe, du wirst es überleben. Regale, Erweiterung, neue Produkte. Ja, genau. Ich wollte jetzt erstmal Regale holen. Ich glaube, wir holen 2 Stück. Und dann holen wir uns die neue Lizenz. Und dann haben wir sehr viele neue Produkte im Laden. Ich glaube eigentlich, das wäre eine coole Idee gerade. Krümel, hab einen wunderschönen guten Abend und pass auf dich auf. Und nochmal wirklich, danke dir von Herzen für die 70 Euro. Übel krass. 2. Kasse und einen Kassierer einstellen, kriegst trotzdem noch Kunden ab. Ja, aber brauche ich ja nicht. Also es ist ja Geldverschwendung, jetzt eine Kasse zu kaufen und einen Kassierer einzustellen. Also ich brauche es ja nicht, weil ich kann ja selber abkassieren. Also gerade bringt mir das ja noch nichts. Man gönnt sich ja sonst nichts, genauso ist das. Okay, also 2 Regale kaufen wir. Und dann müssen wir mal gucken, Chat. Wie machen wir das Layout weiter? Sollen wir das Layout so weiterhin haben? Mir gefällt das eigentlich ganz gut, aber das können wir hier, glaube ich, erstmal nicht... Ich glaube, sonst wird das hier zu eng. Das wird, glaube ich, nervig, oder? Wenn hier dann die Schränke stehen. Müssen wir gucken, ob das funktioniert. Okay, brauchen wir denn noch irgendwas hier an so den normalen Grundnahrungssachen? Sieht eigentlich gerade ganz okay aus. Wir könnten noch Nudeln mitbestellen. Nudeln... Nudeln, Kuchen und Tee. Okay. Okay, Spaghetti. Tee. Und, warte mal, was wollte ich noch haben? Tee, Kuchen. Der Kuchen, der fehlt auch noch. Und zwar nehmen wir da den hier. Den Pipitis. Pipitis. ja, aber allgemein, bei euch werden manche Berufe schlecht bezahlt, aber bei uns ist es nicht so krass und zudem, dass wir mehr verdienen müssen, weil alles viel teurer ist. Auch bei uns wurde alles teurer und wir verdienen, wie ihr auch, genau gleich. Also das Problem ist das gleiche. Ja, das ist klar. Also macht ja auch Sinn. Wäre ja unfair, wenn ihr die gleichen Probleme nicht hättet. Hallo? Gleichberechtigung und so? Ich dachte, dafür stehen wir heute alle ein, für die Gleichberechtigung. Was soll das denn? Ich fände es cool, wenn es sortiert ist in Abteilungen, wie zum Beispiel Getränke. Ja, die Sache ist, das hatten wir schon mal gemacht gehabt, aber das Grundfundamentproblem davon ist, dass du den Supermarkt halt eben immer weiter erweiterst und es kommen immer wieder Produkte dazu. Und es nervt irgendwie, jedes Mal dann den Supermarkt komplett umbauen zu müssen. Und vor allem gerade mit diesem System, dass du ja immer eine passende Kiste parat haben musst, um etwas einzusammeln. Ich kriege die Krise bei diesem System. Also wenn irgendwann man irgendwie einfach, ich sage jetzt mal, eine Kiste nehmen kann und man kann alles umsortieren oder man hat so ein Wägelchen oder so, man kann da einfach alles draufschmeißen oder wie auch immer und dann kann man alles selber umsortieren, dann coole Sache. Aber mich nervt das so hart an, dass man immer warten muss, bis ein Karton frei ist, ne, zum Beispiel jetzt und dann passt der aber auch wieder nicht und oh Gott, ich finde das unfassbar nervig. Ja, deswegen, ich warte da eher einfach darauf, dass da irgendwann ein Update kommt und dann gibt es das Problem hoffentlich so nicht mehr. Hoffentlich. Okay, Chat, ich glaube, das geht nicht. Nee, ich glaube, das geht, aber das ist komplett scheiße hier. Okay, vielleicht machen wir dann erstmal hier einfach eins hin. Und, wo könnten wir denn vielleicht noch eins cool platzieren? Das Fenster wollte ich eigentlich freilassen. Vielleicht hier? Vielleicht hier noch irgendwie so an die Seite? Chat, was machen wir da? Ich finde das halt voll, also das ist viel zu eng hier dann. Das sieht irgendwie kacke aus. Aber bei der Bestellung könnte es unübersichtlich werden. Ja? Ich weiß nicht, Mann.
Wo könnten wir denn den noch hinstellen, so dass es irgendwie cool aussieht? Ich glaube, hier ist too much. Ja, dann hat man... Nee, das ist kacke hier. Oder? Warte mal, vielleicht beide dahin? Nee, das geht nicht. Beide können wir nicht dahin machen, weil hier diese Ladezone ist von einem anderen. Versuch mal, noch einen dahinter zu stellen. Also meinst du hier praktisch? Also so meinst du? Das ist halt... Also ich glaube... Oder hier vielleicht? Ja, aber in... Dann ist der Gang hier so doof, ne? Oder? Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich zufrieden bin. Warte mal. Oh, nee, das geht. Nee, das geht gar nicht. Okay, das geht null. Scheiße. Also es würde gehen, aber irgendwie bin ich damit nicht zufrieden. Ich meine, vielleicht lassen wir es erstmal einfach so und warten, bis wir dann mehr Platz haben. Aber ich bin nicht ganz zufrieden damit. Alles etwas ausrutschen, dann ist es da vorne nicht so eng. Also meinst du praktisch jeden Gang kleiner machen? Es ist halt dann blöd mit den ganzen Kartons, ne? Also vor allem, weil man die halt schiebt. Ich meine, wir könnten, warte mal, vielleicht die hier so ein bisschen weiter nach... Vielleicht den hier auch einfach so ein bisschen machen, so ein bisschen. So, weil so ist vielleicht noch okay. Und dann auch einfach die zwei hier auch einfach so ein... Ah ne, ach stimmt, das ist so ein Doppelkühlschrank. Ne, vielleicht dann so. Kartons aufs Regal werfen. Ja, echt. Ja, doch, so gefällt mir schon vielleicht besser, ne? Ist vielleicht noch so ein bisschen rüber. Millimeterarbeit ist das hier. Ja, so ist okay. Es ist jetzt nicht optimal. Man könnte vielleicht sogar den hier auch noch ein bisschen rüberziehen. Aber ich würde sagen, es reicht erstmal. Oder? Ich denke, fürs Erste ist es okay. Perfekt ist es nicht. Alora, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen, sogar mein zweiter Account hat zu dir gefunden. Warte mal, was? Warum dein zweiter Account? Ich finde die Preise in dem Spiel unrealistisch, also die Marktpreise. In echt ist die Gewinnspanne viel geringer. So mache ich es auch im Spiel, dann dauert es also alles noch länger und die Challenge ist größer. Ja, das ist auch okay. Ich glaube, ich muss sagen, für mich selber, also ich finde den Grind-Faktor jetzt schon sehr hoch. Also ich weiß nicht, wie ihr das so findet, wie Leute, die jetzt auch schon um einiges weiter sind vielleicht, aber also ich meine, ich habe jetzt 15 Stunden, oder ich meine, okay, ich spiele auch langsam. Ich spiele jetzt seit 15 Stunden und ich bin Level 20 von 99 oder so. Also ich finde den Grind-Faktor eigentlich schon ziemlich hoch. Oder? Aber keine Ahnung. Weiß nicht. Krass, dass du das dann sogar extra noch schwerer machst. Ich musste einen fürs Handy extra machen, weil Twitch spinnt. Ich bin eigentlich Sally. Ach so, okay. Da musst du einfach einen anderen Account machen. Extra noch dafür. So, was hatten wir hier? Ah, das ist der Puderzucker. Okay, das hatten wir alles. Das ist sehr gut. Das gefällt mir auch. Hier könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr reinmachen. Ich würde mir auch gerne dann irgendwann mal die Zeit nehmen, die Regale dann wirklich so ein bisschen mehr einzuordnen. Aber dafür müssen wir uns, glaube ich, wirklich Zeit nehmen. Das dauert. Vor allem, weil man ja immer dann diese scheiß passenden Kartons braucht. Oder wie gesagt, wir warten einfach, bis ein Update kommt. Die hatten wir auch komplett gefüllt, das ist super. Okay, Chat, dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt darum, dass wir die neue Lizenz bekommen. Und ja, haben dann neue Produkte. Geil. 1950, ja, der Weg in die Armut findet mal wieder statt, super. Mal sehen, was haben wir denn jetzt alles? Also ich habe jetzt sogar ganz edel, sogar Alter, du hast sogar Zahnseide benutzt jetzt beim Zelt. Das ist wirklich sehr edel. Oh mein Gott. Das sind sogar mehr Produkte.
Käse, Kaffee mit einer hellen Röstung, das sieht cool aus. Die Wasserflaschen, brauner Zucker, Macaroni. Oh, grüner Tee. $251 Tee. Also habe ich da wieder irgendwas verpasst? Ist es jetzt wieder so weit, dass ich irgendwie reich geworden bin? 251, ich meine, okay, das sind 48 Kartons oder Tees dann. Aber Junge, das ist ja Tee aus Gold. Raw, Dankeschön auch mal übrigens an dich für dein Follow. Dankeschön. An alle neuen Leute, die heute hier reingeschneit kommen. Es freut mich, dass ihr da seid. Sehr cool, danke euch, Mann. Ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Woche soweit und dass es euch allen soweit gut geht. Schön, dass ihr einfach nur da seid. Ich überlege gerade, ich glaube, wir sollten erstmal, wir haben ja hier noch Müsli. Also, wir nehmen erstmal die Produkte hiervon, die wollten wir nämlich auch noch haben. Butter haben wir ja, die Butter ist ja voll für den Arsch. Genau, Kartoffelsack, Müsli brauchen wir. Was nehmen wir denn noch? Ach, fangen wir einfach mal, Käse kommt sowieso in den Kühlschrank, habe ich jetzt glaube ich sowieso nicht. Oder habe ich noch einen Kühlschrank? Nee, habe ich nicht, ne? Aber wobei, das könnte dann dahin kommen. Ja. Okay. Brauchen wir also noch nicht. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns einfach mal Kaffee. Weil auch einfach sehr krass. Und vielleicht den grünen Tee. Kartoffeln. Ja, Kartoffeln habe ich schon. Ein Kartoffelsack. Okay, ich glaube auch mehr kriegen wir gar nicht. Aber wobei doch, warte mal, wir haben ja noch mehr Platz sogar. Ich gehe auch mal kurz Zähne putzen, mach das Auge. Ja, ich meine, im Endeffekt nehmen wir ja eh alles, ne? So, das muss nicht in den Kühlschrank, das muss nicht in den Kühlschrank. Okay, schauen wir uns die Produkte mal an. Boah, danach sind wir aber wirklich arm, ne? 580. Ay caramba. Einfach schon 3 Jahre dieses Jahr, die ich dich verfolge. Das ist krass. Wie die Zeit vergeht, ne? Wahnsinn. Übel heftig. Chat, steht bei euch eigentlich dieses Jahr so irgendein krasses Event an oder so? Ich hatte letztens gelesen, dass ja der ein oder andere, warte mal, können wir das vielleicht zum Kaffee, nee, wir können es nicht sofort zum Kaffee packen, dass der ein oder andere von euch ja wirklich so eine richtige Reise vor sich hat. Irgendwann meinte ja auch, dass er in ein paar Tagen, oder dass sie, EAS, wie auch immer, in ein paar Tagen da irgendwie eine riesen Reise auf sich nimmt und da irgendwo hinfliegt. Was auch irgendwie krass ist. Boah, der sieht aber, ich dachte gerade, das sei Weed. Brown Sugar, der sieht aber auch krass aus. Der macht sie gemütlich. Wir fliegen Ende des Monats mit der Schule nach Italien. Das ist geil, Mann. Ich wünsche dir eine schöne Zeit in Italien mit deiner Klasse. Nö, bei dir, Josh. Also, ich überlege mal ganz kurz. Also, ich glaube, es gibt jetzt keinen Termin irgendwie so für irgendwas so mega krasses, was so irgendwie ansteht, sage ich jetzt mal. Aber auf jeden Fall halt eben einfach weiter versuchen, so eine Stream-Selbstständigkeit einfach weiter auszuführen und einfach größer zu machen vielleicht. Aber sonst habe ich jetzt eigentlich für dieses Jahr jetzt auch keine Riesenziele. Oder ich vergesse irgendwas. Ich bin auch sehr vergesslich. Produkte aus dem Regal nehmen geht nicht. Nee, das geht leider nicht. Das geht nur, wenn du einen leeren Karton hast. Und dann muss der Karton aber auch dazu passen. Sonst geht das leider nicht, nee. Alter, die Kartoffeln sehen ja geil aus. Die sehen ja cool aus. Valentina, pass auf dich auf. Geil. Ich bin nur in Belgien, Frankreich im April. Sonst ist nichts geplant. Junge, das sieht ja lustig aus. Erst Abi, dann Ibiza. Nach Ibiza. Abschluss und Quali für Oberstufe. Stimmt, ne? Jedes Jahr sind ja Menschen mit der Schule fertig. Ja, das ist natürlich dann auch immer eine große Sache. Auf jeden Fall. In einem Jahr dann fertig zu werden mit der Schule. Einige Konzerte, Hamburg-Wochenende, 18er meines Sohnes und Highlight Türkei, erster Flug überhaupt. Ach stimmt, das hast du letztens erzählt gehabt, ne? Sehr krass, ich wünsche dir da auf jeden Fall eine gute Reise. Da bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert. Ach guck mal, die Honeybees-Chat, ne? Ach, die hatte ich da unten, guck mal, die hatte ich sogar schon. Joa, ich würde sagen, dann... Oder machen wir die... Nee, die können wir eigentlich da unten lassen erstmal. Ne? Wollen ja sowieso dann irgendwann komplett umbauen. Kartoffelpapier. Kartoffeln und Klopapier gehen wie verrückt. Ich bin mal gespannt. Also Klopapier ist wirklich ein Suchtmittel, glaube ich, bei uns.
Ja, das Jahr wird sehr spannend. Sehr cool. So, hier haben wir auch noch den grünen Tee, Chat. Oh, den grünen Tee. Mal gucken, wie viel Platz nimmt der ein? Okay. Ah, okay, ja, das ist okay. Okay, krass. Ich hätte sogar gedacht, dass er noch so einen Boden in Anspruch nimmt. Aber das sieht ja super aus. Nice. Hey, ich war schon ein paar Mal hier im Stream und finde es wirklich immer richtig entspannt. Gefällt mir. Schulti, das freut mich sehr, Mann. Herzlich willkommen. Meine Highlights dieses Jahr bleiben eher ein bisschen aus. Muss Geld sparen, will nächstes Jahr das Haus meiner Eltern umbauen und... Oha! Okay, da, also da hast du ja aber Riesenpläne vor. Wie geil. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Und ja, da muss man natürlich dann ein bisschen Geld sparen für. Safe. Ich habe mir letzte Nacht deine American Truck Simulator Videos angeschaut und die Folge mit der Pizza und dem Bumsen hat mich schon echt zum Lachen gebracht. Ich weiß, was war da mit Pizza und Bumsen? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals solche schlimmen Worte in den Mund genommen habe. Was habe ich da erzählt? Warum Pizza und Bumsen? Ihr müsst verstehen, Chat, ich laber sehr viel, wenn der Tag lang ist. Ich vergesse sehr, sehr viel davon. Ja. Sehr, sehr viel. So, wie viel der Tee für 7,32? Ich würde sagen, Chat, wir orientieren uns jetzt einfach mal wirklich. Wir machen die Preise nicht zu teuer. Und wir gucken einfach mal, ob vielleicht dann der Laden vielleicht sogar noch ein Stück besser läuft. Wir werden es herausfinden. Boah, Junge, was ist das denn für ein Goldkaffee? $12 ist der Marktpreis. Ach du Heiliger. Okay. Ist aber sehr teuer. Pizza, Bumsen, what? Nein, nicht Pizza, Bumsen. Pizza und Bumsen. Nicht Pizza, Bumsen. Du sollst keine Pizza bumsen. Nein, nein, es war Pizza und Bumsen. Ja, ist jetzt eher mein Haus, habe es letztes Jahr auf mich überschreiben lassen. Deswegen will ich auch ein bisschen was ändern. Boah, wie krass, Mann. Sehr heftig. So, die Kartoffeln 5,32. Chat, Kartoffeln gehen doch eigentlich immer. Versuchen wir einfach mal 6. Gucken wir einfach mal, wie das ankommt bei unseren Einkäufern. Okay, wir haben $56, Chat. Eigentlich würde ich jetzt gerne noch weiter einräumen, aber wir sind arm. Wir sind leider wieder komplett arm. Kevin, einen wunderschönen guten Abend, Mann. Ich habe einiges vergessen. Fallschirmspringen, alleine in die Heimat fliegen, Führerschein machen und ein Auto holen. Oh, Alter, das sind aber teure Sachen auch vor dir. Jetzt sind wir einfach arm. Und jetzt? Und was machen wir jetzt, Chat? Verkaufe ich jetzt meinen Körper hier draußen auf der Straße? Ich brauche Geld für meinen Supermarkt. Minu, mit dem ersten Prime-Sub. Dankeschön. Oha, und Maria, einen wundervollen Abend wünsche ich dir. Einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Minu, danke dir für den Prime-Sub. Ich danke dir doch von ganzem Herzen, Mann. Dankeschön. Josh, das tut immer noch weh beim Zuschauen. Was gibt's leckeres Flips? Ich glaube, die meisten, die am Anfang des Streams gar nicht da waren, die checken gar nicht, was ich da gerade gemacht habe. Warte mal, Käse? Wie, warum ist denn der Käse zu teuer? Yo, entspann dich mal. Der ist doch nicht, also so teuer ist er jetzt auch nicht. Komm. Jetzt mache ich nur 1,88 Profit. Also wirklich, ich verkaufe mich ja hier schon. Isst du gerade Flips mit einem Löffel? Nein. So, die wollen die Bio-Eier haben. Ach, die habe ich vergessen zu kaufen. Ah nee, gar nicht. Wir hatten keinen Platz mehr dafür im Kühlschrank. Ich habe dich gerade erst gefunden, oder heute gefunden, scheint hier sehr gechillt zu sein. Minus, freut mich sehr, dass du hierher gefunden hast. Und wirklich Dankeschön, dass du dafür gerade erst hierher gefunden und sofort sogar einfach den Tier 1 hab dagelassen. Was soll ich dazu noch sagen? Das bedeutet mir sehr viel. Dankeschön für den Support.
Und freut mich, dass du dich hier wohlfühlst. Sehr cool. So, 96, 65. Ich konnte den Mimolette-Käse nicht suchen. Ja, ich... Warum? Achso, ja, ja, kein Platz im Kühlschrank. Wir brauchen mehr Kühlschranks, Chat. Jetzt mal wirklich, geht's dir gut? Kneipp, du warst am Anfang des Streams nicht dabei. Du Vollloser. Du hast es nicht mitbekommen, du Knecht. Alicia, danke schön auch an dich für dein Follow. Dankeschön. Herzlich willkommen im Stream. Das ist mir so egal. Soll ich dir mal sagen, wie egal mir deine Einstellung ist? Timeout mal bitte ganz kurz, Kneipp, Augen. Ich glaube, hier braucht jemand eine Machtdemonstration. Ich stelle mich ein, wie ich mich will. Nein! Du vergisst, dass hier nur ich recht habe. Das ist mein Stream. Nur ich habe hier recht. Das weiß doch jeder. Wenn man in den Stream kommt, nur der Streamer hat recht. Jetzt darfst du Hähnchen bestellen. Warte mal, ist das Hähnchen schon ausverkauft jetzt schon wieder? Ach du heiliger Bimbam, wir sollten eine Abteilung komplett voll nur... Der kauft mal wieder nur einen Tee, ne? Wir sollten ein Abteil nur mit Hähnchen machen. Das geht irgendwie sehr gut. Was? Ich höre so schlecht. Ich will einen Skandal in die Zeitung schreiben. Skandal um Rosi. Ein Skandal. Der Streamer hat recht, aber nicht bei komischen Essensarten und Weisen. Kneipp, ich find's irgendwie süß, dass du denkst, dass du irgendwo Mitspracherecht hast. Irgendwo. Das ist irgendwie fasziniert mich das gerade. Guck mal, Chat, dieser Person schenke ich jetzt einen Cent. Mr. Man in Black. Wünsche Ihnen alles Gute. Und die Pizza wird aber auch gut gekauft gerade, ne? Art, Küsschen. Und danke schön nochmal für den Support, Mann. Bin dir sehr dankbar. Weißt du was? Nö, gefällt mir nicht. Ich gehe jetzt rein. Kneipp, bist du auch so jemand, der in einem WhatsApp-Chat einfach so in einem, also der will, die Person will einen Satz schreiben und mein Handy vibriert 10-mal, weil du einen Satz geschrieben hast? Bist du so eine Person? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Chat. Ich glaube schon. Die kennt, glaube ich, auch jeder. Der Mozzarella. Sehr schön, der Mozzarella. Ich weiß genau, was du meinst. Ich kenne diese Person sehr gut. Ich glaube, Kneipp ist so eine Person. Ja, ich bin die Person, die mehrere Sätze macht. Nein, du machst nicht mehrere Sätze. Du machst mehrere Nachrichten für einen Satz. Das meine ich. Ich weiß nicht, warum ich das so faszinierend finde, aber ich frage mich immer so, warum? Ich check das irgendwie nicht. Was alle meine Freunde sind so. Ach du Scheiße. Ey, du darfst Papaya timeouten übrigens, Owen, wenn du möchtest. Oder einfach 10 Memos mit nur 2 Sekunden jedes Mal. Ja, also Memos sind sowieso. Ach Gott. Ich habe da schon Geschichten gehört, dass Leute einfach, also wirklich Memos machen, die über eine Stunde gehen. Und da dachte ich mir halt auch nur jedes Mal, also, Junge, telefoniert doch einfach. Was ist denn falsch mit euch? Das habe ich wirklich noch nie verstanden. Check ich null. Anna, einen wunderschönen guten Abend. Alles klar bei dir? Zählt doch hier als Spam, oder? Ja, darfst du timeouten, Owen. Ja, natürlich. Keine Zeit für sowas? Ja, als ob ich mir jetzt eine Stunde lang eine Audio anhöre. Also, ich bitte dich. Und wie gesagt, also ich meine, wenn's so wichtig ist, bitte, dann ruf mich doch an, Mann. Also, Hilfe.
Und wie gesagt, Chat, ne, das sind ja immer die gleichen Audios. Das sind dann immer diese Leute, die Audios machen, die währenddessen noch ihren kompletten Einkauf machen, ja, ihr Kind zur Schule fahren, den Nachbarn beim Heckelschneiden beobachten und das kommentieren. Und das alles, während sie eigentlich nur sagen wollten, dass ihnen heute eine Stunde in der Schule ausfällt. Das sind solche Leute. Ich habe auch mal eine 58 Minuten gemacht und bin aber nach 5 Minuten eingeschlafen. Ja, das ist mit Recht, ne? Mit Recht. Das ist keine Audio, das ist ein Podcast. Wirklich. Das ist einfach ein Podcast gewesen, wenn du so lange eine Audio machst. Das ist ja eine Katastrophe. Ich bin der, der die Audio macht und irgendwie 5 Sekunden lang nichts sagt, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ja, aber Bruder, warum machst du denn deine Audio? Und ich bin immer der Mensch, also erstmal, ich höre mir eigentlich nie lange Audios an. Aber wenn ich da mal eine lange Audio höre, Junge, ich habe sowieso alles wieder vergessen danach. Wenn du mir eine 5 Minuten Audio machst, ich habe, vor allem wenn es um mehrere Themen geht, ich habe sowieso am Ende wieder alles vergessen. Und stellt euch mal vor, einfach, was mache ich denn, wenn jemand mir eine Stunde Audio macht? Mache ich dann ein Plakat nebenbei? Muss ich danach irgendwie einen Vortrag halten? Oder wie funktioniert das? Dann stehe ich danach mit so einem kompletten Plakat an der Wand. Also das macht doch keinen Spaß. Mir geht's ja genau wie dir. Einfach eine PowerPoint, ja? Man kann ja dann auch gar nicht darauf antworten. Ja, wirklich. Chat, wir haben einen weiteren Tag im Super... Oh, das würde gut gekauft. Interessant. Kartoffeln? Na? Warte mal, Chat. Was hatte ich hier? Was war da? Kann sich da jemand dran erinnern? Ey, es ist so schlimm, wie vergesslich ich bin, ne? Lovely. Danke schon auch noch übrigens an dich für dein Follow. Ich danke dir. Was hatten wir da? Hatte ich da nichts? Doch, da war was, oder? Brauner Zucker. Junge, schniefen die den oder was? Wir haben an einem Tag den kompletten braunen Zucker leer gekauft. Junge, was ist denn da los? Warte mal, die haben 24 Zucker gekauft. Ach du Scheiße. Was geht denn bei denen? Okay, das müssen wir im Auge behalten. Also der scheint ja auch übel krass anzukommen. Okay, die Macaronis können wir auch nochmal eben nachbestellen. Das ist ja heftig. Warte mal, wie sieht's beim Tee aus? 3 Tees wurden gekauft. Das ist jetzt auch eher so semi-geil. Toilettenpapier. Hier sieht alles ganz okay aus. Hier auch alles okay. Mach ihn teurer. Habe ich den zu billig gemacht? Also ich meine, im Endeffekt ist ja geil, dass er so gut weggeht. Aber ich kann mich jetzt gerade nicht mehr daran erinnern. Ich kann es doch gerade nicht sehen. Müssen wir gleich gucken. So, hier kommt auch ein Supreme-Dingen rein. Hier haben wir auch noch ein bisschen Mehl. Sehr gut. Puderzucker haben wir auch noch. So, schlaf schön, pass auf dich auf. Bäckerei in der Nähe? Was? Ich würde gerne eine Bäckerei in meinem Laden hier haben, das wäre geil. Ja, stehe jetzt mal kurz eine Frage nebenbei. Ich habe am 20.03. meinen ersten Arbeitstag. Ich war jetzt 3 Jahre psychisch bedingt nicht arbeiten und habe irgendwie Bedenken oder ein bisschen Angst. Hast du maybe Tipps oder Vorschläge? Auch gerne vom Chat. Also, was ich dir auf jeden Fall einfach mal so sagen kann, Bruder, es ist das Normalste der Welt, da Angst vorzuhaben oder aufgeregt zu sein. Es wundert mich, dass du sagst sogar nur, also, ein bisschen Angst. Das wundert mich gerade. Weil normalerweise ist es ja so, dass du so richtig gestresst bist. Oh, du hast Werbung. Okay, ich warte kurz. Okay, King hat Werbung. Ich muss kurz warten. So, Müsli können wir auch noch auffüllen. Ah, da bist du ja schon wieder. Alter! Oh, da hast du aber wenig Werbung. Was ich sagen wollte, es ist ja das Normalste der Welt, bei sowas dann Angst zu haben. Und ich finde es interessant, dass du sagst, du hast etwas Angst. Ich glaube, die meisten Menschen, die drehen da fast durch. Wenn die 3 Jahre lang oder so nicht arbeiten konnten, weil, weiß ich nicht, ne, egal was es jetzt ist, egal ob depressiv oder eben Panik, also eine Angststörung, wie auch immer. Die meisten, glaube ich, drehen da eher durch, weil es so aufregend ist.
Also das ist ja schon mal super. Aber ich kann dir auch sagen, es ist, glaube ich, etwas ganz Normales, aufgeregt vor dem ersten Arbeitstag zu sein. Also egal, ob du jetzt 3 Jahre nicht arbeiten warst oder nicht. Ne? Also das ist auch für jeden normalen Menschen, der diese Probleme nicht hat, aufregend, einen neuen Arbeitsplatz oder einen neuen Weg einzuschlagen und eben dann einen neuen Arbeitsplatz zu haben oder so. Also mach dich damit nicht verrückt. Das will ich dir sagen. Also das ist etwas ganz Normales und das ist vollkommen okay, dass du das hast und aufgeregt bist. Und sonst wünsche ich dir natürlich einen wunderschönen ersten Arbeitstag dann und hoffe, dass das eine coole Sache wird, Mann. Der Joghurt. Genau. Und sonst kann man natürlich nur sagen, im Endeffekt immer ehrlich sein, ne? Also wenn du wirklich, sag ich jetzt mal, da ein Problem hast, auch am ersten Arbeitstag, sei vielleicht ehrlich. Tier 1 Sub 2 King JUSTN. This is the first gift sub in the channel. Ja, jetzt hast du keine Werbung mehr. Mel, dankeschön. Und Ghost, dankeschön für dein Follow. Ich danke euch von Herzen. Dankeschön. Mel, knutsch. Ja, noch geht es. Es sind ja noch 2 Wochen bis dahin. Ja, Depression, Angststörung, nicht arbeiten. Ja, und deswegen, muss aufpassen übrigens wegen dem Wort. Aber ja, genau deswegen halt. Ne? Im Endeffekt ist es ja schon mal ein Riesenfortschritt, dass du sagst, du bist nicht absolut panisch. Das ist ja schon mal eine super Sache. Milch, Cola. Boah, so, heute haben sie uns aber leer gekauft. So, Milch. Die Milch am besten auch noch. Cola. Ist das die Cola hier? Ich glaube schon, ne? Okay, Soda. Soda, Käse, Apfel. Ach du Scheiße, diesmal ist wirklich viel. Soda. Und noch Käse. Und wir haben ja auch den neuen Käse. Dafür müssen wir aber erstmal ein bisschen Platz machen. So, erstmal nächsten Tag, Chat. Tag 35. Diesmal haben wir ein bisschen weniger Kohle gemacht. Und die Butter ist... Nein! Das ist nicht die Butter, oder? Oh mein Gott. Chat, das kann nicht deren Ernst sein. Die Butter ist im Preis noch mehr gefallen. Ich mache jetzt schon einen Profit von 1,35. Junge, bald muss ich draufzahlen, um dieses Scheißprodukt zu haben. Junge, wobei das wahrscheinlich sogar wieder zu viel ist. 65 Cent. Also an alle Leute, die gerne Butter essen, ne, nehmt mir das jetzt nicht übel, aber wirklich diese Scheiße fliegt aus meinem Sortiment. Kann ich dieses Regal nicht einfach nehmen und in den Müll schmeißen? Ich, also, Katastrophe, die werden wir nie wieder nachbestellen. Die ist so Müll. Okay, Nudeln... Ah ja, stimmt, nee, ich bin ja schon voll, ne? Ich muss ja hier erstmal bestellen hier. Die Butter sieht aus wie Cake. Nee, das ist, glaube ich, es müsste Butter sein. Ich weiß es halt nicht. Pastern, ja doch, Butter. Wird, glaube ich, Butter sein. Komplette Katastrophe. Verkauft sich null. Die Leute mögen keine Butter. Ich weiß auch nicht, was ich da falsch mache. Vielleicht muss ich die anders bewerben. Oh, shit. Oh, da war mal viele Rechnungen. Grüß dich, jetzt weißt du, wie es den Bauern geht. Ja, geht es uns nicht allen irgendwie problematisch, was Geld angeht? Weil ich weiß nicht, ob es hier irgendjemanden gibt, der keine Geldprobleme hat. Also wenn du das jetzt meinst. Oder meinst du jetzt generell, dass die Butter nicht weggeht oder was? Aber ich glaube, das Problem jetzt haben wir alle wahrscheinlich. Haben wir nicht alle viel zu wenig Geld? Wie kann man nur Butter essen? Ja, also ich mag Butter auch gar nicht, aber ja, jedem das sein, ne? Sehr viele, ja. Ne, ich meinte, dass die Bauern nicht verdienen. Ja, aber meinst du das jetzt speziell auf den Butter oder, also an die Butter oder generell? Weil ich meine, sonst kann ich dir wirklich nur sagen, Junge, wir verdienen alle zu wenig. Also, ich weiß nicht, ob du mal die Preise gesehen hast generell, aber Junge, Junge, Junge. Ich glaube, jeder hier im Chat würde sagen, er würde gerne mehr verdienen, weil es wahrscheinlich zu wenig ist. Ja. Überhaupt bei allem, ja. Da, glaube ich, sind nicht nur die Bauern dran, fühlen das, sondern ich glaube, da geht es uns wirklich allen so. So, wo kam denn nochmal dieser Zucker hin? Den habe ich hier gemacht, glaube ich, ne? Zack. Geldprobleme und ich so, ja, und das ist ja wahrscheinlich bei den allermeisten Menschen so. Also ich glaube, ich habe sehr selten mal einen Menschen gehört, der wirklich sehr gut klarkommt mit seinem Gehalt. Also gerade Familien ist ja noch schwerer. Scheiße, eins bleibt wieder übrig, das ist natürlich wieder klar. Was sind die Kisten rechts neben dem Ausgang? Raw, das sind die Kisten, die wir benutzen wollen, um noch was zu bauen später. Ich wollte so eine Kistenlandschaft bauen.
So, Olivenöl können wir noch gebrauchen. Sehr gut. Olivenöl. Hier können wir jetzt bald komplett mit Spülmaschinentabs voll machen. Einen Tag noch. Ich habe alle meine Rechnungen gezahlt und habe nur noch 70 Euro für diesen Monat zum Überleben. Warte mal. Du hast 70 Euro noch am 2. des Monats. Hälfte vom Gehalt geht für die Miete drauf. Ja, das ist schrecklich. Aber du hast noch 70 Euro für jetzt am 2. des Monats? Okay, das ist... Das ist kritisch. Danke für die Antwort. Ja klar, gerne. Wir hatten uns da so einen Spaß draus gemacht. Eigentlich wollte ich gucken, wie viele Kartons man wohl stapeln kann. Und dann ist mir aber aufgefallen, ja, das Spiel ist aber noch in Early Access und so. Und ich habe ein bisschen Schiss, da ich mir daher nachher irgendwie meinen Spielstand zerschieße, weil irgendwie zu viele Kartons auf einmal sind oder so. Und dann kann ich nachher meinen Spielstand nicht laden, weil das Spiel die ganze Zeit crasht. Und deswegen habe ich es dann doch gelassen, weiter zu sammeln. Lynn, einen wunderschönen guten Abend. Alles klar bei dir? Olivenöl, Erdnussbutter, Nudeln, Hähnchen, bin bei den Einkaufszettel. Das ist immer super. Ja, Hähnchen brauchen wir definitiv. Pizza ist sogar noch ganz gut. Die hier würde ich gerne noch verkaufen lassen und dann machen wir nur Hähnchen. Hähnchen geht super weg, wir ballern da alles voll mit Hähnchen. Das mit dem Paket sammeln sollen kein Problem. Ja, das ist wirklich kein Problem. Also ich meine, man hat ja wirklich so ein Paket verbraucht, das ist ja Wahnsinn. So, Milch. Okay, könnten wir sogar auch noch eins nachbestellen. Komme gerade vom Restaurant. Oh, Lin, du warst im Restaurant essen. Geil. Was gab's denn? Okay, Erdnussbutter, Milch. Das wollte ich auch nochmal kurz haben. Erdnussbutter und Milch. Boah, wir haben nicht mehr viel Geld, Chat, ne? Und Milch. Wir haben wirklich nicht mehr viel. Ich überlege gerade. Ja, wobei, also es sollte auf jeden Fall noch ausreichen, die Regale jetzt komplett zu füllen. Also hoffe ich jetzt mal. Okay, warte mal, wo war mein Einkaufszettel? Olivenöl brauchen wir. Angie, mein Einkaufszettel. Olivenöl, Erdnussbutter habe ich. Nudeln. Waren das normale Nudeln? Ich glaube schon, ne? Hähnchen brauchen wir auch noch. Holen wir sofort einfach mal zwei von. Italienisch, also Pasta und sowas. Boah, also da hätte ich jetzt auch so Bock drauf, ne? Alter, hätte ich da jetzt Bock drauf. So eine richtig geile Spaghetti Bolognese oder so. Puh, da kriege ich wieder Hunger, Chat. Wir sollten das Essensthema jetzt bloß nicht wieder anfangen. Kartoffeln sind noch absolut okay. Wir könnten auch Toilettenpapier, Shampoo, Apfelsaft. Toilettenpapier, Apfelsaft und Shampoo vielleicht noch. Die habe ich hier und dann schön Parmesan drüber. Mega lecker. Du hast echt Spaghetti Bolognese gerade da. Boah. Also dafür würde ich jetzt, glaube ich, morden. da hätte ich jetzt so krass Bock drauf. Der Laden ist ja schon wieder mega gewachsen. Komme gar nicht mehr hinterher bei YouTube. Eigentlich tatsächlich, heute haben wir noch nicht so viel Fortschritt gemacht, glaube ich, oder? Ja, wobei, wir haben eine neue Lizenz. Die Sache ist, es dauert halt jetzt mittlerweile gefühlt immer länger, Fortschritte zu machen. Deswegen, so viel Fortschritt haben wir noch nicht. Wir haben heute eine neue Lizenz und das Regal erweitert. Und ich glaube, das war es eigentlich auch schon. Also es war jetzt wirklich nicht so viel. So, das habe ich alles. Wir könnten noch Toast bestellen. Toast, Basmati-Reis. Toast. Wobei der Basmati-Reis, ja doch, Toast. Ich gebe immer Toast ein. Geschnittenes Brot. Wer nennt denn, Chat, nennt irgendjemand von euch, also Toast, geschnittenes Brot? Also ich bitte euch, das macht doch kein normaler Mensch, oder? Das ist doch viel zu lang. Also ich hätte da gerne einmal das geschnittene Brot. Junge, das ist doch viel zu lang. Ja, immer. Ach komm. Lüge. Die meisten Brote sind eigentlich geschnitten. Ja, das stimmt wohl auch. Nee, Brot ist was anderes. Ja, für mich auf jeden Fall auch. Brot ist für mich auf jeden Fall auch noch was anderes. Geschnittenes Toast. Ach du Scheiße, Chat. Guckt euch das an. Der DHL-Fahrer möchte, dass meine Produkte kaputt gehen. Ich brauche meinen Schläger im Laden. Ich brauche ihn wirklich. Ich brauche ihn für nervige Kunden und ich brauche ihn für den DHL-Fahrer oder Hermes oder wer auch immer mir die Pakete hier liefert. Wer auch immer dieser Lieferdienstlieferant-Typ ist. Wir brauchen hier jemanden, der sich darum kümmert. Ich brauche einen Schläger im Laden. Unbedingt.
Der wird zu wenig bezahlt, meinst du? Das war eindeutig Hermes, nicht DHL. Brotschneidemaschine zu Hause? Nee, wir nicht. Aber Brot lässt man ja normalerweise schneiden oder ist ja schon geschnitten, oder? Würde ich jetzt einfach mal sagen. So, ich überlege gerade, wir haben jetzt da Soda, ne? Der Orangensaft, eigentlich könnten wir vielleicht da noch ein anderes Produkt unterbringen. So genau damit, so mittig irgendwie. Müssen wir mal gucken. Ich kaufe jetzt extra mal nicht nach. Du musst meinem Lieferanten anrufen. Ich glaube auch. Ich sollte mich da mal melden. DPD, ja. Stimmt. Also ich glaube, am allerschlechtesten Erfahrung habe ich gemacht mit Amazon-Lieferanten. Ich glaube, die waren bei uns immer am allerkrassesten. Ich meine, die werden wahrscheinlich auch am allerwenigsten bezahlt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das da aussieht. Aber die waren bis jetzt immer am katastrophalsten bei uns. Ich habe aber auch schon mal jemanden sehr, sehr lieben da kennengelernt als Amazon-Lieferant. Also jetzt nicht wegen der Amazon-Story, sondern jemand anderen. Ich habe da auch schon mal ein paar sehr, 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 sehr liebe vor der Tür stehen haben. Aber mit denen hatte ich meistens Probleme, dass die irgendwie, ich sag mal... Also stellt euch einfach mal vor, ich glaube sogar, das war ein Mainboard damals. Also stellt euch einfach mal vor, ihr bestellt euch ein Mainboard für euren PC. Und ihr kriegt so ein Bild, dass das Paket abgegeben worden ist, weil die machen teilweise davon Fotos. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ob ihr das kennt. Und dann liegt dieses Mainboard einfach auf dem Foto im Gebüsch. Also, anstatt es irgendwie vor die Tür zu legen oder so, schmeißt er das ins Gebüsch rein und ich krieg das Foto auf mein Handy in dieser Amazon-App und kann das sehen. Oh ja. Da dachte ich mir auch erstmal so, oh nice, ne? Zum Glück hat es nicht geregnet und so. Wahrscheinlich lag es auch daran. Ich meine, im Endeffekt ist es auch scheißegal. Solange das Paket bei mir ankommt und nicht kaputt ist, ist ja auch alles egal. Aber ich fand es schon irgendwie lustig. DHL ist das Beste bei uns. Ja, DHL ist, glaube ich, generell das Beste, was Lieferdienste angeht, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Oh, ja, so machen wir das. Ja, so ist gut. Genau, und die nehmen wir da raus. Oh, dann haben wir da Apfelsaft. Das ist sehr nice. Jetzt könnten wir hier noch ein bisschen Käse reinballern. Käse. Auf meinen DHL-Mann ist Verlass. Ja, normalerweise kommt ja auch immer der gleiche, ne? Wir haben damals, wo wir noch... Oh, die Bio-Eier sind weggegangen, ne? Die Bio-Eier. Und was ist das hier eigentlich? Der Parmigiano. Bio-Eier? Okay, Bio-Eier. Und das andere brauchen wir auch noch. Wo waren das nochmal? Ich weiß keine Ahnung mehr, was das war. Egal, also erstmal die Bio-Eier, davon brauchen wir auf jeden Fall ein paar. Die Bio-Vierer-Eier und wir brauchen auch die Zwölfer-Packung. Die brauchen wir am besten auch noch, die wurde eben noch erfragt. Ist das Parmesan? Heißt das auch Parmesan hier drin im Spiel? Ah, ist Parmesan, perfekt. Okay, dann holen wir uns davon auch noch was. Und ja, wir könnten jetzt noch den Thunfisch auffüllen. Ist jetzt nicht so wichtig gerade. Warte mal. Wir nehmen mal einen Thunfisch vielleicht und dann holen wir uns vielleicht mal... was holen wir denn hier? Den neuen Käse holen wir uns. Ja, das machen wir. Wir holen uns den neuen Käse. Das machen wir. Den neuen Käse noch? Yes. Den probieren wir jetzt mal aus. Mal gucken, ob der gut ankommt. Da fallen meine Pakete wieder. Mann, was soll das? Ich habe gerade vom Fosterbot eine Nachricht bekommen, dass meine letzte Nachricht triggern könnte, wie ich mein Brot schneide. Ich habe keine Ahnung, was du da gemacht hast, Angie. Ich will nicht wissen, wie du dein Brot massakrierst. Ja, das ist natürlich jetzt wieder Scheiße, jetzt habe ich das da reingeräumt schon, ne? Ich krieg die Krise. Egal, dann lasse ich das jetzt erstmal da stehen. Ja, ich will nämlich eigentlich, wie ich den Käse da reinmachen. Oh Mann, es ist so nervig, dass man die Produkte nicht einfach rausnehmen kann. Ich wollte früher schlafen gehen. Na, Yoshi streamt, also zählt das nicht. Nein. Du kannst ruhig schlafen gehen. Also, Chat, macht euch da keinen Stress. Ihr könnt euch die VODs immer in aller Ruhe am nächsten Tag auf YouTube angucken. Ne? Also stresst euch damit nicht. Ich gebe da immer sehr viel Acht drauf, dass sie am nächsten Tag um 12 Uhr online sind, solange nichts schief geht. Manchmal geht natürlich irgendwas schief. Ja, also ihr könnt immer gerne schlafen gehen und dann guckt ihr euch das nach, wenn euch das überhaupt wichtig ist. Wenn nicht, ist das natürlich auch okay. Dann weine ich mich zwar in den Schlaf, aber... Das ist okay, also das
das ist trotzdem okay. Ich kann damit umgehen mit diesem Schmerz. Ich kann das. So, ich bin wieder da, hab mal eben mein Haus in Minecraft gesehen. Hab by the way gesehen, dass Bluey dieses Hunde-Game im Game Pass ist. Ach, ist das jetzt im Game Pass drin? Ja, krass. Ich mach auch den Stream auf nebenbei an und schlaf dann irgendwann damit ein. Ja, aber das ist doch cool, dass du dabei einschlafen kannst. Oh, hier können wir die... das finde ich gut. Hier machen wir auch die anderen Eier rein. Wäre zwar jetzt schöner, die untereinander zu haben, aber... Aber wir machen es einfach. Nice. Ich dachte, das würde jetzt nicht gehen. Ja, das ist auch mega entspannt. Ich finde das immer voll süß, dass Leute mir sagen, so dass sie den Stream zum Einschlafen benutzen. Ich finde das richtig cool, Mann. Und das freut mich total. Diese Box passt nicht. Oh, nee. Oh, Chat, ich krieg Augenzucken bei diesem Sortierding, ne? Ich krieg Augenzucken. Hol mal ganz unten die Bio-Eier aus dem Kühlschrank, dann hast du wieder Platz. Ja, die Sache ist nur, dass ich dafür gerade wieder keinen passenden Karton habe. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich finde das so nervig, ne? Guck mal, vielleicht lasse ich den jetzt erstmal da, den leeren Karton. Vielleicht brauche ich den gleich nochmal. Vielleicht sollte ich mir so von jeder Kartongröße eins aufbewahren. Vielleicht macht das Sinn. Warte mal, hier. So geht's. So können wir es machen. Passen die denn alle da rein? Nee, leider nicht. Okay, und jetzt den Thunfisch unten rein. Ah, ja, das sieht schon besser aus. Sehr gut. Vielleicht sollte man sich wirklich von jeder Kartongröße einen Karton zurückhalten. Kleine Hexe, dankeschön für dein Follow. Ich danke dir. Draußen vor der Tür sind doch welche. Ja, ja, die Sache ist halt eben nur, dass du immer, du brauchst den richtigen Karton, weißt du? Guck, manchmal passen die dann einfach nicht in die Größe rein. Das ist, das bereitet mir ganz große Schmerzen. Hexe, ich hoffe, dass du einen schönen Tag hattest, Mann. So, okay, dann hätten wir das. Jetzt ist natürlich die Frage, was verkauft sich besser? Wir machen jetzt einfach erstmal die kleinen Eier unten rein und dann gucken wir einfach mal. Kann man die Regale eigentlich verrücken? Ja, das kannst du. Du kannst also einfach nur drauf gehen und zack. Kannst dann einfach verschieben, wie du möchtest. Okay, das sieht aber doch schon mal gut aus. So, jetzt hätten wir da den Apfelsaft. Warte mal, passt vielleicht in diese Kiste hier? Passt nicht. Komm, der ist riesig genug. Also wenn da nicht diese Dinger reinpassen, dann weiß ich auch... Welcher Karton könnte dafür gemacht sein? Der ist auch zu groß. Der hier vielleicht. Danke, alles gut. Wie geht's dir? Mir geht's soweit ganz gut. Ich hatte eine anstrengende Woche, aber ich freue mich darauf, gerade zu streamen. Aber es freut mich, dass dir gut geht. Sehr nice. Meint ihr, das funktioniert, Chat? Ich bin einfach sauer. Ja, das geht's. Oh, danke schön. Okay, das ist wunderschön. es ist wunderschön, wenn das funktioniert. Oh, Chat, das ist toll. Das ist sehr, sehr toll. Okay, das gefällt mir. Wir können jetzt die vielleicht noch umräumen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Warte mal, passt vielleicht in den Karton hier die... Hilfe. Das Spiel ist so geil, auch wenn es so eintönig ist. Ja, es macht sehr viel Spaß, auf jeden Fall. Sehr gemütlich, sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Das könnte man auch vielleicht noch ein bisschen ummodeln, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Preise nicht vergessen, der Käse ist neu. True. Wie viel können wir denn dafür nehmen? 4,7 ist der Marktpreis. Chat, was nehmen wir denn dann für den Käse? Wenn 4,7 der Marktpreis ist, sollen wir so 4,30 machen oder so? Also Käse wird eigentlich immer ziemlich gut gekauft, oder? Wir bräuchten so einen Karton für alle Größen. Das wäre super, wenn du einfach mit so einem Karton durch den Laden gehen könntest. Das würde ja alles schon tausendmal einfacher machen. 4,49. Ihr sagt 4,50 sogar noch. Okay. Ein wenig Ordnung wäre gut. Käse zu Käse und Getränk zu Getränk. Ja, Paolo, ne, wie du gerade siehst, es macht einfach nur unfassbar sauer in dem Spiel. Dinge zu verschieben, wie ich finde. Also gerade Produkte, die du schon platziert hast und dann wieder einsammeln und dann...
Und das macht gar keinen Spaß. Und deswegen versuche ich das, soweit es geht, einfach zu vermeiden und drauf zu scheißen. Ja, weil das ist für mich wirklich eine Katastrophe. Ich hoffe echt so sehr, dass sie da ein Update, also dass er oder wer auch immer, da ein Update rausbringt, dass das dann besser funktioniert. Okay, wir könnten noch Reis bestellen, Spaghetti, Reis und Spaghetti. Diese Sims-Musik knallt aber auch wieder auf mehreren Ebenen. Das Entwicklerwesen, genau. Endlich ein Kühlschrank bei dir, der keine mentale Krise bei mir auslöst. Ich frage mich nur, Owen, ob das mein Problem ist oder eher dein Problem ist. Okay. Okay. Gänseblümchen auch noch mit 11 Monaten. Dankeschön. So, ich glaube, wir sind... Joghurt könnten wir vielleicht nochmal kaufen. Joghurt. Hier muss ich leider noch warten. Komme gerade vom Contra-K-Konzert, gehe gleich schlafen. Wollte mich aber noch schnell bedanken, dass es diesen Mega-Adonis wie dich gibt. Mulm-Kassierer, Mulm-Gitter, Mulm-Follower. Gänseblümchen, ich hoffe, du hattest ein schönes Konzert. Warte mal, ist das genau der gleiche Karton? Nee, der ist größer. Ich hoffe, dass du ein schönes Konzert... Mit Hass. Ich schmeiße diese Kartons mit Hass mittlerweile. Ich hoffe, dass du ein sehr schönes Contra-K-Konzert hattest. Ja. Dankeschön. Ich hoffe, dass du ein sehr schönes Contra-K-Konzert hattest und dass du jetzt sehr gemütlich einschaffst. Es ist der hier. Oh Mann. Ich kann das alles nicht mehr. Es ist Schmerz. In meiner Brust. Welche Kiste könnte das jetzt sein? Erlösung. Ich habe Erlösung gefunden. Dankeschön. Erlösung. Oh mein Gott, ich lasse ihn jetzt einfach da. So. Und den machen wir nämlich dahin. Und der Cleaner geht gar nicht mehr, also dieses Bleach-Zeug oder wie auch immer das da heißt. Das geht gar nicht so gut weg. So, egal. Ich lasse jetzt die Kartons da, damit ich einfach hier drin habe und weiß, aha, das passt. okay, Chat, also wir brauchen auf jeden Fall, ich würde sagen, wir holen noch ein paar Tabs und ja, eigentlich bräuchten wir 4 davon. Wir haben aber nicht genug Geld. Mal kurz gucken. Wie teuer sind die? Die Tabs sind viel zu teuer. Okay, die können wir uns nicht leisten. Wir holen uns nur hiervon mal 3 Pakete. Und ich würde sagen, hatten wir eigentlich die Rechnung bezahlt? Sehr gut. Zum Glück bin ich ein sehr guter Bürger, der seine Rechnung bezahlt. Okay, ja, dann holen wir doch noch Tabs. Ja, jetzt sind wir eigentlich offiziell wieder fast arm, Chat. Wow, so schnell kann es gehen, ne? Rein in den Bankrott. Wahnsinn. Es geht so schnell. Was auch cool wäre, wenn man 2 bis 3 Kisten gleichzeitig tragen könnte. Definitiv. Ja, das wäre definitiv sehr cool. DM mit 38 Monaten. Oha. Da ist auch schon wieder ein Monat um. Mensch, wie schnell die Zeit vergeht. Gefühlt gestern erst Silvester gewesen. Viel Liebe an dich und danke für dein Dasein, Mulm-Mulm-Lauf. Ja, da sagst du was. Chat, wie ist das bei euch? Also, findet ihr, dass dieses Jahr schnell rumgeht bis jetzt oder eher langsam? Also, es ist wirklich so, es ist so surreal irgendwie, dass wir, ja, da letztens einfach erst wieder Silvester hatten und das ist schon Wahnsinn. Ich danke dir von Herzen für die 38... Scheiße, ich hätte sogar noch mehr... Oh mein Gott, ich hätte viel mehr kaufen müssen, glaube ich. Ich danke dir auf jeden Fall von Herzen für die 38 Monate. Dankeschön. Wirklich. Krasser Support. Und Pavlo? Danke dir auch noch für den Follow. Dankeschön. Wir haben einfach März. November war für mich gestern. Ja, wir haben einfach schon März. Und tatsächlich sogar jetzt den 2. Das ist irgendwie... ja, das ist ganz unecht alles, was passiert gerade, finde ich. Und bei mir ist das auch so, also gerade in Zeiten meistens, wo die Sachen anstrengender sind und es mir schlechter geht, ich habe das Gefühl, also oftmals ziehen sich natürlich auch die Tage, ne, weil man will ja, dass es einem besser geht und so. Warte mal, können wir die Tabs alle hier reinmachen? Passt das? Aber ich habe trotzdem irgendwie jedes Mal das Gefühl, so wenn ich zurückgucke, holy shit, wie kann das sein, dass wir jetzt einfach schon wieder, ja, eben März haben oder so. Ich finde das irgendwie Wahnsinn. Im Endeffekt geht es dann doch immer so extrem schnell. So, das sieht doch gut aus, Chat. Das sieht doch super aus. Und hier, joa, weiß ich nicht, haben wir da irgendein Produkt, was wir da noch reinräumen könnten, was da so zu passt, außer Klopapier? Ich glaube, wir haben keine weiteren Pflegeprodukte gerade, ne? Hm.
Ja, wir könnten das vielleicht noch mit Shampoo voll machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob Shampoo sich so krass verkauft. Gerne, ich mag es, wenn auf Kommentare reagiert wird. Ja, klar. So, darauf erstmal ein paar, ne, hier. Gibt es Seife? Ja, hier. Also Seife haben wir auch schon. Schnell, aber ich freue mich jeden Tag, dass es später dunkel wird. Offiziell die dunkle Jahreszeit vorbei. Mm, ja, das stimmt. Von Tag zu Tag wird's krasser, ne? Oh nein, er tut's schon wieder. Okay, Chat, ich würde sagen, das ist eigentlich erstmal soweit okay. Ja, hier können wir gucken, ob wir das dann auch komplett damit füllen. Ja, wir müssen jetzt erstmal Geld verdienen, wir sind arm. Ja, ab an die Kasse jetzt. Wir brauchen Geld. Chat, wenn ihr so alles essen könntet gerade auf der Welt, was würdet ihr euch reinfahren? Yo, lol. Chat, ich habe einfach einen Key gerade bekommen für Rockstar Life Simulator. Ich hatte das auf meiner Wishlist drauf. Ich habe einfach gerade einen Key bekommen. Ich glaube sogar, sind das nicht sogar die Entwickler von dem hier? Oh tja, da sehe ich uns aber auch, in den Rockstar-Simulator reinzugucken. Also Rockstar-Live-Simulator. Das kann ja nur scheppern, Mann. Granatapfel, tagsüber Supermarkt, abends Rockstar. Boah, das hört sich so cool an. Ja, genau so machen wir das. Tagsüber arbeite ich im Supermarkt und nachts, da bin ich Rockstar. Boah, Granatapfel wäre geil. Fleischkäse, okay. Mini-Frühlingsrollen, Döner-Teller, ein Rührei. Okay, aber das kannst du doch eben machen. Falafel-Döner, Waffeln. Eine Schüssel Nudeln mit Tomatensauce mit Käse drauf. Boah, ich hätte so Bock gerade auf einen Döner. Aber bitte kein Döner, nur mit Salat. Das halte ich nicht nochmal aus, Chat. Mein kleines Herz macht das nicht mit, das nochmal zu ertragen. Wie soll ein Mensch das ertragen? Oh, warte mal, wir haben die Eier. Ja, stimmt, wir haben die Eier noch gar nicht gedingst hier. Wie viel? Boah, die sind teuer. Machen wir mal so 680. Oh, 680, das gibt mir, finde ich sogar noch besser. 680. Wo war ich denn hier gerade, Sir? Ah ja, hier. Boah, Alter, Alter, was das für eine riesen Packung ist. Oha, die sieht irgendwie voll groß aus, diese Packung, oder? Bup, bup. Aha, ja, bitte, kaufen Sie den leer. Ich will ihn nicht mehr haben. Diese Butter oder Käse oder was auch immer das ist, es ist eine Katastrophe. Bitte, nehmt die mir ab. Ich möchte ihn nicht mehr in meinem Laden haben. Einfach die Kasse offen gelassen, das ist schon okay so. Ich vertraue meinen Kunden. Ne, Sir? Ihnen vertraue ich. Der sieht aus wie ein Zahnarzt oder so, finde ich. Der könnte gut Zahnarzt sein. Oh, Jason Statham kommt auch mal wieder vorbei. Yo. Und macht natürlich wieder einen fetten Einkauf. Das gefällt mir sehr gut. Tu das nicht, vertrau mir. Achso, dir, Owen? Moritz, danke schön für dein Follow, Mann. Welches Level sind wir heute? Ich bin jetzt Level, wo sieht man das? 20. Ja, 20, fast 21. Ich glaube, heute haben wir viel gelevelt. Mein Zahnarzt sieht so aus, siehst du? Zahnarzt, Ohrenarzt, das passt sehr gut. Mein Augenarzt sieht genauso aus. Mein Augenarzt sieht genauso aus wie dieser Typ da gerade. Ist ein netter. Wisst ihr was, Chat, was mal richtig komisch ist? Junge, sie will einfach das Premium-Wasser haben. Was richtig komisch ist, wenn ich zum Beispiel irgendwie beim Arzt bin oder so und das erste Mal bei einem Arzt bin, wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache. Junge, also das ist... Das ist immer... Also meistens sage ich immer selbstständig, aber die wollen natürlich auch genau wissen, was machst du denn dann selbstständig?
Junge, wie oft ich da einfach schon irgendeine Scheiße erzählt habe. weil die es nicht gecheckt haben einfach. Das war ja genauso wie damals, wo ich mein Gewerbe halt angemeldet habe und so, also wo ich mich selbstständig gemacht hatte. Junge, sag mal dem Finanzamt, dass du Streamer bist. Und mit was du dein Geld verdienst. Junge, das ist Katastrophe. Einmal hatte ich aber auch jemanden, der war sehr, sehr nett. Und zwar hatte er dann gesagt, so, ja, nee, ich weiß was, das ist, weil mein Sohn die immer guckt. Das fand ich auch geil. Home Office Entertainer. Oh, das ist gut. Home Office Entertainer. Das merke ich mir. Was will er hier schon wieder? Junge, die wollen... Hä, aber... Ich habe Wasser vergessen zu kaufen. Kann das sein? Hä? Oder ist das leer? Ich leite einen Nachtsupermarkt. Ja, stimmt, das könnte ich eigentlich demnächst mal sagen, ne? Wenn ich irgendwie gefragt werde, was machst du jetzt eigentlich beruflich? Ja, ich leite hier so einen Nachtsupermarkt. Ach was, ist das wirklich ein eigener Laden? Wo ist denn der? Ich weiß selber nicht. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt der ist. Weiß ich nicht. Wieso meintest du nicht, dass du einen Supermarkt leitest? Ja, das war zu lange her. Da gab es doch den Simulator hier noch gar nicht. Das ist ja schon Jahre her. Nicht zu verwechseln mit einem Nackt-Supermarkt. Ja, also ich meine, wenn es irgendwann nicht mehr läuft mit dem Geld. Ich meine, so Onlyfans und so läuft ja heutzutage sehr gut. Vielleicht mache ich auch einen Nackt-Supermarkt. Also vielleicht wäre auch das eine Option. Hatten wir ja auch mal am Anfang drüber gesprochen, als wir das Spiel gespielt haben. Vielleicht müssen wir da einfach ein bisschen mehr Spice mit reinbringen. So, Spiciness. Die Leute brauchen es ja anscheinend. Ich bin gerade erst dazugekommen. Warum läuft im Hintergrund Sims-Musik? Naja, warum nicht? Sind dann die Kunden nackt oder du? Alle sind nackt. Alle sind nackt. Ja. Sally, schlaf gut und pass auf dich auf. Einfach alle sind nackt. Alle. Wir machen auch so Garderoben. Ach ja, übrigens, Chat, die Kartons hier, ne? Die sind für eure Kleidung. Also immer wenn ihr mal in den Supermarkt reinkommt, dürft ihr euch da einen Karton aussuchen. Die gibt es ja auch in verschiedensten Größen. Und dann tut ihr da eure Kleidung rein. Dann müsst ihr euch nur noch so ein paar Spins hinstellen. Und dann, ihr dürft nämlich nur nackt den Supermarkt betreten tatsächlich, ja. Sex sells, Chat. Es ist immer so gewesen. Unsere Produkte sind nackt. Ja, die haben nämlich... Oh mein Gott, Chat, das ist es. Die Produkte haben nämlich auch zusätzlich keine Verpackung. Ja. Weil wir einfach mit unserem Nacktmarkt einfach in die Zukunft blicken und... Junge, halt die Fresse! Warum ist das Vierer-Eier? Das ist ja wirklich... Da muss ich jetzt aufstehen! Wir gucken in die Zukunft und wir wollen natürlich auch eine Zukunft haben und deswegen passen wir auf, dass wir die Zukunft halt eben auch noch erleben dürfen. Ne? Weil wir die Verpackung und alles weglassen. Die Produkte gibt es nur so, wie sie halt eben da sind. Ein Öko-Unverpackt-Laden. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Nur, dass du halt nackt sein musst. Da wurde aber, glaube ich, wieder einiges an Bleiche ge... was? Was? Warum so viel Bleiche? Oh, oh. Ich glaube, wir haben mittlerweile mehrere Mörder oder Mörderinnen in unserer Nachbarschaft hier. Ich fühle mich in diesem Umfeld langsam nicht mehr wohl. Okay, ein Öko-FKK-Unverpacktladen. Genau so. Das würde auch das Diebstahlrisiko senken. Oh mein Gott, ja. Außer sie führen sich Produkte woanders ein, um sie herauszuschmuggeln, Owen. Das wäre natürlich ein Problem. Vielleicht brauchen wir auch noch so einen Scanner an der Tür, der so den ganzen Körper scannt. Nicht, dass sie sich dann noch irgendwelche High-Society-Produkte, die ich hier anbiete, mit nach draußen schmuggeln wollen. Müssen wir aufpassen. Müssen wir ein Auge drauf werfen. Die Pommes zum Beispiel. Ja, die Pommes oder halt zum Beispiel auch hier so ein Truthahn. Also ich meine, das,
Man weiß ja nie, ne? Gerade in dieser kriminellen Nachbarschaft hier. Ne? Ich meine, guckt euch mal hier draußen um, Chat. Dass hier noch nicht geschossen wurde, ist alles. Guckt euch das mal an. Schnell wieder rein. Fühle ich mich sehr unwohl draußen. Okay, wir brauchen Kartoffeln. Wir brauchen Kartoffeln. Und das geht alles eigentlich noch ganz klar. Kartoffeln, Kartoffeln, Nudeln. Schon wieder Nudeln. Okay, Kartoffeln und Nudeln brauchen wir. Guck mal, das wäre jetzt cool, wenn ich diese beiden Kartons einfach gleichzeitig nehmen könnte. Das wäre nice. Haben die Tattoos, die Leute, die hier leben? Ich finde, der geht schon sehr tätowiert. Der könnte kriminell sein. Ja doch, der hat diesen Gang, ne? Diesen Gang von wegen, ich hau dir auf die Fresse, wenn du mich anguckst. Könnte sein. Sieht nach Ghetto aus. Ja, eigentlich fühle ich hier auch einen Ghetto-Supermarkt. Dabei sage ich eigentlich immer, ich will einen High-Society-Supermarkt haben. Leider hat das bis jetzt noch nicht so ganz funktioniert. Die Leute geben einfach zu wenig Geld aus. Chats, jetzt können wir hier alles voller Bleiche machen. Warum auch immer sind die Leute heute richtig durchgedreht. Also wenn morgen irgendwas in den Zeitungen steht oder Nachbarn fehlen, wisst ihr Bescheid. Wie wird es geschrieben? Bleichmittel. Okay, wie viel brauchen wir dafür? 4, ne? Boah. Scheint gut wegzugehen. Ah ja, Kartoffeln. Da hatte ja eine sogar ein Arschgeweih. Ja, es gibt tatsächlich einen NPC, eine Dame, glaube ich, die hat ein Arschgeweih. Das ist, das stimmt. Chat, vielleicht sollte ich mehr Durchsagen machen zu meinen Produkten. Bitte kauft alle die Butter. Bitte. Kauft die Butter. Bitte weg mit diesem Schmutz. Vielleicht sollte ich das öfters machen. Vielleicht werden die Sachen dann besser verkauft. Okay, das sieht eigentlich auch noch alles ganz okay aus. Nudeln, Nudeln und Käse. Nudeln, Käse, Erdnussbutter. Nudeln, Käse, Erdnussbutter, Milch. Notieren. Ich hab wieder die Hälfte vergessen. Nudeln. Erdnussbutter. Erdnussbutter. Milch. Brauchen wir auch noch die andere Milch? Aber wir sind jetzt sowieso schon wieder voll. Tag 36, Chat. Wir haben heute 2000 Dollar Einkommen gehabt. Ich glaube, so viel hatten wir tatsächlich noch nie. 130 Miete. Und der Joghurt ist auch noch im Preis runtergegangen. Ich fass es nicht. 1,80 kostet der jetzt. Ja. Ja, machen wir mal 1,90, weil der verkauft sich halt wirklich so beschissen. Nudeln, Käse, Erdnussbutter, Milch. Mein Gehirn merkt sich das automatisch. Wichtig und richtig. Dann brauche ich dich einfach hier als Aufräumer. Oder Einräumer, eher gesagt. Vielleicht wird die Butter gekauft, wenn sie für den Marktpreis angeboten wird. Tun wir das nicht sogar schon fast? Ey, guck mal. Ich mache 65 Cent. Hier, 56 Cent mache ich jetzt. Ja. Also, da hilft nicht mal mehr mich ausziehen oder so in einem Supermarkt. Also, 56 Cent. Ich zahle fast drauf für diese Scheiße. Macht mich das sauer. Alpaka mit 14 Monaten. Yo, dankeschön. Oh mein Gott, wir brauchen ganz viel Bleichmittel. Ne? Das müssen wir auch noch alles hier, müssen wir kurz Guten einkaufen. Guten Morgen allerseits, Mulm. Hier kurze Frage. Kann man sich in deinem Laden von der Abo-Falle freikaufen? Natürlich nicht. Mulm. Natürlich nicht. Ich danke dir von ganzem Herzen für die 14 Monate. Dankeschön. Alpaka, ich hoffe, dass du eine sehr angenehme Nacht hast. Und ja, schlaf auf jeden Fall schön und viel Liebe an dich. Danke dir. So, Multiplayer wäre schon nice. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht eines Tages kommt. Also wäre schon cool, ne? Wenn dann könnte wirklich so einer kassieren und der andere, ne, man könnte sich so abwechseln irgendwie. Wäre schon cool. Also würde ich auf jeden Fall auch sehr in dem Spiel sehen, finde ich. Der macht die Butter doch mal sau billig, damit sie rausgeht. Wisst ihr nur, was die Sache ist? Wenn die Butter dann komplett leer ist, dann darf ich mir von meinen Kunden anhören, und zwar wahrscheinlich von jedem einzelnen Kunden, der diesen Laden betritt, warum gibt's hier keine Butter? Warum haben sie keine Butter mehr im Sortiment? Das darf ich mir dann anhören, wenn die leer ist. Zu 1000%. Obwohl diese Wichser sie nicht mal kaufen würden. Und dann kaufe ich sie ein. Bin fast arm, wenn ich die einkaufe, weil ich draufzahlen muss. Und dann wird sie nicht gekauft. Genau so wird das nämlich ablaufen.
Guck mal, kriege ich jetzt schon wieder Blutdruck, ne? Es gibt auch Erdnussbutter, das muss reichen. Ja, sehe ich genauso. Die sollen sich mal zufrieden geben mit dem, was ich hier habe. Immer am Meckern, wirklich diese Kunden, ne? Ganz schlimm. So, Apfelsaft. Apfelsaft wurde auch gut eingekauft, das freut mich. So, noch mehr Bleichmittel. Boah, also da sind wir jetzt auf jeden Fall gut im Sortiment, was Bleichmittel angeht. Das gefällt mir. Aber ging ja auch super weg, ne? Die haben, glaube ich, haben die nicht zwei oder drei Regalböden gekauft eben? Also das ging übel heftig weg. Chat, also man muss schon sagen, ne? Also geht ihr auch so ganz normal, so an einem ganz normalen Tag, geht ihr auch so einkaufen? So an die Ladies? Geht ihr auch so einkaufen, ganz normal? Ist das so eine ganz normale Sache? Ich glaube, ich verlasse das Haus zu wenig, um so etwas beurteilen zu können. Okay, ich glaube, ja, Puderzucker, Kaffee, Puderzucker, ja, Kaffee, Puderzucker, Olivenöl vielleicht. Kaffee, Puderzucker, holen wir einfach mal beide und Olivenöl, das fehlt uns auch noch. Ja, ja, klar, damit habe ich Platz für meine Schlepphoden. Ah, ja, 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 ich verstehe. Ja, in einem schwarzen Mini-Kleid gehe ich immer. Ja, das dachte ich mir. Ein bisschen overdressed. Bleichmittel noch nie gekauft. Ne, ich auch nicht. Honey, auch noch mit zwei Monaten. Ich hab leider aber Yoshi-Abo muss sein Mulmulmlauf. Ach du Scheiße. Ey, es hab hier nicht rein, wenn du pleite bist. Ich glaube, das Geld kannst du auf jeden Fall besser investieren. Ich danke dir natürlich von ganzem Herzen für die zwei Monate. Ey, aber wenn du wirklich pleite bist, ne, mach dir da bitte... Ja, also... Trotzdem bin ich dir sehr, sehr dankbar für jeden Support. Dankeschön. Warte mal, fehlen uns die Spaghetti? Nee. Ist noch okay. Ja, Nudeln gingen eigentlich... Der Joghurt. Ist jetzt die Frage, kaufe ich jetzt Joghurt nach, Chat? TVM, einen wunderschönen guten Abend. Kaufe ich jetzt Joghurt? Oh Mann. Der ist im Preis sogar noch runtergegangen gerade. Ach, du heiliger Bimbam. Kaufe ich den jetzt? Ich weiß es nicht. Sozialpädagoge in einer Kleinstadt. Ich treffe immer jemanden. Also, naja, halbwegs fertig muss man ja schon sein. Sehr, sehr viele Eltern und Kinder. Ja, aber du gehst doch nicht in High Heels und im kurzen Kleid einkaufen und so, oder? Bevor ich dich entdeckt habe, waren meine Antidepressiva teurer. Honey, Mann, viel Liebe. Ich danke dir, Mann. Dankeschön. Und Lynn, pass auf dich auf. Wie vor haben wir... Ach, du... Ha. Oh mein Gott, Chat, wir haben ja einfach schon wieder 20 vor 2. Hey, habe ich nicht heute extra den Stream früher angefangen? Ach ja, okay, wir streamen ja auch schon seit, ja, 4 Stunden. Ja, über 4 Stunden. Ja, okay. Ergibt Sinn. Ja, ja, doch, ich streame auch schon seit 4 Stunden. Ah, okay. Toilettenpapier. Komm, kaufen wir auch nochmal ein Toilettenpapier dazu. Ja. Toilettenpapier und das Spülmittel da. So, das reicht jetzt aber. Genug eingekauft hier. Ja, das ist meine Zeit. Ja, hattest du. Auf weitere 4 Stunden. Chat, das würdet ihr doch gar nicht aushalten, mir jetzt noch weitere 4 Stunden zuzusehen, wie ich in den Supermarkt einsortiere, oder? Also ich bitte euch, das haltet ihr doch niemals aus. Ist das leer? Ist leer. Da, 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 der Zucker. Oh, nice. Doch, easy. Die Nacht ist noch jung. Aha. So, hier den Puderzucker habe ich auch nochmal extra nachgekauft. War ja wieder... Ist es wieder ein... Was hat es damit auf sich, dass es immer ein Produkt ist? Es ist immer eins. Alpaka, pass auf dich auf. Und hab eine gute Arbeitszeit, auf jeden Fall. Challenge accepted. Hoch die Hände Wochenende. Der Supermarkt ruft. Oh Mann. Klar, weitere 4 Stunden im Supermarkt mit dir ist easy. Nee, 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 das ist doch Hardcore. Das muss so sein im Handel. Ich bin erst um 22 Uhr aufgestanden, nach 19 Uhr Komaschlaf. Ach du, nach... Warte mal, nach 19 Uhr Koma... Also du hast von 19 Uhr bis 22 Uhr geschlafen. Oh, war das ein Mittagsschlaf?
Ich leg mich da mal 10 Minuten hin. Also mal so 10 Minütchen die Augen zu machen. Doch, ich würde durchhalten, bin bis 6 Uhr auf der Arbeit. Kinzerlei, hart am Schuften. So, Mr. Proper, oder Meister Proper, Mr. Proper, wie auch immer, ist auf jeden Fall auch jetzt sehr gut im Sortiment. Da sollte sich jetzt erstmal keiner mehr drüber beschweren. Nachtmarkt, wir sind die einzigen, die in der Gegend noch geöffnet haben. Du wirst reich, Josh. Ja, also bis jetzt merke ich noch nichts von diesem Reichtum. Wobei, 1600 Dollar ist eigentlich ganz nett. Also da würde ich jetzt gerade nicht zu Nein sagen, mal eben 1600 Dollar so. Oder, Chat, würdet ihr da zu Nein sagen? Nö, oder? Da würden wir uns alle drüber freuen. So, Käse. Ja, ist egal, Chat. Scheiß drauf, oder? Lass mal ganz kurz gucken. Was streben wir denn als nächstes an, Chat, bei uns? Also eigentlich... man könnte natürlich die Regale noch viel näher zusammenschieben und ja, ne, klar, bla bla bla. Könnte man alles machen. Eigentlich, glaube ich, brauchen wir eine Supermarkterweiterung, Chat. Ich glaube, wir brauchen leider eine Supermarkterweiterung. Weil mehr Regale bei diesem Layout, was wir hier gerade haben, das wird sehr schwer. Dieser 10 Minuten Powernap, der immer mindestens 2 Stunden geht, ist fast wie deine Streams. Ja, das ist so ein bisschen, ne? Das Geld würde ich auch nehmen. Ich glaube, da würden wir alle nicht Nein zu sagen, oder? Hier hat so ziemlich niemand einen Schlafrhythmus. Also YOLO, die Nacht ist noch jung. Ach du, Schikaner, wirklich. So, lass mal ganz kurz gucken, wie viel kostet denn diese Erweiterung? Verwaltung, diese Blutsauger mit ihren Rechnungen. Wachstum. 2600 war das. Ach du Scheiße. Foto kopiert, dankeschön für dein Follow, Mann. Herzlich willkommen. Boah, also das tut nicht nur im Herzen weh, sondern auch, also da blutet das Portemonnaie. Also ich meine, wir könnten es schaffen. Jetzt, wenn wir diesen Tag gut verdienen, könnten wir das gut schaffen. Die Sache ist halt eben aber einfach nur, dass wir immer ja wieder auch neue Produkte nachkaufen müssen. Ich meine, wir könnten natürlich auch einfach mal 2 Tage hintereinander durcharbeiten, ohne Regale aufzufüllen. Das könnten wir auch machen. Chat, wir könnten auch mal den Kassierer-Grind anfangen und einfach mal 2 Tage durcharbeiten. Nur danach müssen wir uns, glaube ich, darauf gefasst machen, sehr viel einzuräumen. Also ich glaube, 2 Tage ist heftig. Käse kaufen. Ja, Käse wollte ich noch kaufen, aber ja, ich will jetzt nicht extra noch eine Bestellung machen. Ich will mir überlegen, ob wir das wirklich machen sollen, so 2 Tage durchschuften. Ey, Alter, was wissen wir gerade? Die Ladies laufen ja alle hier so rum. Fällt mir gerade mal. Kam hier irgendjemand in einer Jogginghose oder so? Junge, die sind total aufgebrezelt. Vor allem immer mit High Heels. Müsli ginge auch noch. Ja, Müsli könnte man auch noch ein bisschen aufstellen. Ja, okay, komm. Also Müsli und Käse, ne? Mal ganz kurz. Produkte. Müsli. Nehmen wir einfach mal beide. Und Käse holen wir auch mal kurz. So. Mal schnell auffüllen. Gerade ist der Markt ja noch nicht so voll. So, er beschwert sich da wieder über irgendwelche Preise. Kann ja mal jemand ganz kurz verprügeln. Da wäre ich euch sehr verbunden. Dankeschön. Wissen wir denn, wo alles steht nach 2 Tagen, wenn alles leer gekauft ist? Ey, vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht, wenn wir das komplett leer, also das Sortiment so ein bisschen leer gehen lassen. Vielleicht können wir da mal ein bisschen umändern. Also eigentlich wäre es vielleicht wirklich sogar eine coole Idee. Okay, Chat. So. Der Supermarkt-Grind. Ach so, bitte, meine Damen und Herren. Erstmal schön, dass Sie hier meinen Supermarkt begrüßen. Ich möchte Ihnen nochmal ganz kurz ans Herz legen. Wir haben hier Butter. Ich musste fast draufzahlen, diese Butter zu kaufen. Bitte kaufen Sie Butter. Machen Sie Butter überall drauf. Schmieren Sie sich mit ein, gehen Sie damit schlafen, wie auch immer. Wir brauchen Butterkäufer. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie einen tollen Einkauf. Vielleicht bringt das ja was, Chat. Was bekomme ich denn als Ladenhüterin an Stundenlohn? Naja, nichts. Ist doch klar. Hä? Menschen wollen bezahlt werden? Das glaube ich nicht. Milch plus Butter gleich Buttermilch. Boah. Okay, Chat, wir gucken einfach mal, wie nach diesem Tag unser Supermarkt aussieht. Und vielleicht machen wir einfach wirklich 2 Tage hintereinander und wir kassieren einfach mal komplett. Also jetzt mal wirklich nicht aufräumen, sondern wir sammeln jetzt erstmal nur Geld
Und danach sortieren wir ein bisschen um und erweitern den Laden. Eigentlich wäre das eine coole Idee. Wie lange bist du denn schon am Stream? Ich habe jetzt erst eine Benachrichtigung bekommen. Warte mal, du hast nach 4 Stunden und 20 Minuten eine Stream-Benachrichtigung bekommen. Bitte was? Junge, also da wieder Twitch. Dankeschön, dass Twitch mir da wieder meine Zuschauer verwehrt. Sehr geil. Das ist ja übel krass. Also ich stream seit 4 Stunden und 20 Minuten ungefähr. Holla die Waldfee. Und die Butter immer so hart im Hintergrund. Ja, echt. Das wäre gut. 151. Boah, der hat richtig fett eingekauft gerade. Geil. Sehr schön. Twitch will nicht, dass wir süchtig werden. Junge, warte mal. Hat er gerade 4 Klopapierdinger da reingestopft? 4? Chat, wir haben jetzt gleich schon keine Produkte mehr gefühlt. Ja, das ist krass. Lifehack, setz dich bei Netto an die Kasse und verdiene mehr Geld, als es virtuell zu machen. Hey, das ist ja voll dumm, da muss ich ja wirklich arbeiten. Nee, das ist kein Lifehack. Das ist ja eine Zumutung. Das ist doch kein Lifehack. Da musst du ja wirklich real mit Kunden reden und so. Das ist ja widerlich. Das ist ein Live-Dreck. Ja, wirklich. Das ist Live-Dreck, sage ich dir. Das ist ja voll widerlich, die Idee. Hey, wie kommst du denn auf sowas? Also nee, das gefällt mir gar nicht. Das klingt voll anstrengend. Nee, also das finde ich nicht okay. Ich glaube, Twitch hat was gegen mich. Ja, du bist nicht alleine. Das darf man auch keinem Kunden zumuten. Ja, das ist wahr. Das ist wahr, Mann. Mich will man nicht an der Kasse haben. Ich bin so ein Schuft. Auf gar keinen Fall. Auch noch all diese Menschen dann. Ja, das geht ja gar nicht. Boah, hier wird richtig fett Pommes gekauft. Ist auch nice. Dann lieber ab ins Lager mit dir. Nein. Wir arbeiten doch nicht. Arbeiten ist doch total für Loser, hä? Das ist doch, also das ist ja sowas von 2000. Wer geht denn noch arbeiten? Quatsch. Doch schon, aber dann rennen die heulend raus. Meinst du? Boah, die kaufen wirklich viel. Da werden sogar die Kartoffeln noch eingekauft. Sehr gut. Hallo, wir haben 2024. Ja, also... nein, zur Arbeit, hä? Macht es dir denn Spaß? Wenn ja, das ist die Hauptsache. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Wir machen hier nur Investments mit Bitcoin. Oh Mann. Kommt in meine Gruppe übrigens, ne, falls ihr das noch nicht seid. Menschen, die an der Kasse freundlich bleiben können und nicht gestresst wirken, sind eh Übermenschen. Ja, also ich glaube, gestresst wäre ich wirklich wahrscheinlich übel an der Kasse. Aber ich glaube, ich wäre kein schlechter Kassierer so an sich. Tatsächlich. Also auch wenn, glaube ich, so es nicht so praktisch wäre, glaube ich, so mit meinen Depris und meinen Panikattacken und so, aber ich glaube, so an sich wäre ich gar kein schlechter Kassierer wahrscheinlich. Ich würde den Leuten dann immer nur mal eben irgendwie ein Produkt in die Fresse hauen oder so, wenn die mich nerven, aber sonst geht's klar, würde ich sagen. Nur wenn jemand so viel Klopapier kauft, ja, also in der Corona-Zeit, boah, Alter, wirklich die armen Kassierer in der Corona-Zeit, ne? Guckt euch den da hinten an, Chat, wie er wieder... Guckt euch den an. 3 Klopapierdinger wieder gerade eingesteckt, ne? Als wäre es nichts. Als wäre es das Normalste der Welt. Krass. Di. 60, 21. Sehr schön. Inflation kickt ja richtig in deinem... Alter, guckt euch das mal an. Guckt euch einfach mal an, wie voll es hier ist. Hier ist richtig
Hier ist richtig was los, hör mal. Wie geil. Wie nice. Ey, vielleicht machen wir wirklich so 2 Tage hintereinander, aber dann ist der Laden leer, glaube ich. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? 3.500. Junge, der Laden ist gleich leer. Das ist ja übel heftig. Da wird das Olivenöl auch noch eingepackt. Sehr gut. Ich schmeiße mein Handy gleich an die Wand. Diese Autokorrektur ist für die Tonne. Ich finde bei Apple finde ich die Tastatur schrecklich. Also bei iOS. Irgendwann kam da mal ein Update und ich habe das Gefühl, die ist 20 Mal schlimmer geworden seitdem. Keine Ahnung warum, aber die ist ganz katastrophal. Ich weiß auch nicht. Ja. Okay, Chat. Also, wir haben jetzt 3.500. Sollen wir noch einen Tag machen? Boah, Klopapier ist komplett abgegrast. Alter, der Laden ist einfach fast leer. Autokorrektur ist immer ganz schlimm. Katastrophe. Okay, Chat, ich will jetzt eigentlich auch nicht mehr so lange machen. Wir haben ja jetzt einfach schon, wir haben jetzt schon 2 Uhr. Ich würde sagen, wir machen noch einen Verkaufstag. Und wenn wir dann morgen streamen oder übermorgen, dann füllen wir den ganzen Laden einfach neu auf. Okay, sollen wir das machen? Okay, ich muss erstmal den Tag beenden. Und vielleicht auch erstmal die Rechnungen bezahlen. Miete 65 heute. 2.198 haben wir gemacht. Müsli ist hochgegangen und Milch. Boah, das ist richtig hochgegangen. Das ist sehr nice. Und Milch. Welche Milch waren da? Alter, guck mal, die Milch ist schon weg, Chat. War das die Milch? Oh, die ist im Preis hochgegangen. Das ist schön. Ich meine, ich kann ja mal eben noch die Produkte auffüllen, die ich hier habe. Und danach. So. Ich fülle erst noch mal eben auf, was ich hier noch habe im Laden. Und danach würde ich sagen, machen wir noch einen Tag. Verkaufen wir einfach alles, was nicht nagelfest ist. Den wollte ich noch behalten. Und dann sind wir raus für heute. Wann startet der Stream denn morgen? Mino weiß ich noch nicht. Ich bin da ziemlich spontan. Meistens so 21, 22, so irgendwo da um den Dreh. Manchmal mache ich auch so Nachtstreams. Ja, werde ich dann morgen, werde ich euch Bescheid geben, Chat. Vielleicht streame ich auch morgen gar nicht, aber das werde ich euch dann sagen. Oder ihr werdet das dann sehen. Und natürlich für alle Menschen, die noch nicht in der WhatsApp-Gruppe sind, ihr könnt auch immer gerne in die WhatsApp-Gruppe reinkommen. Also lasse ich auch immer ein Update da praktisch, wann ich streame. Dann passiert dann auch sowas nicht wie das extreme Beispiel eben, wo... Ach, warte mal, hatte ich hier nicht diesen anderen Käse... Ach, scheiße, habe ich jetzt den Käse da reinge... Oder? Ja, ich hatte da den anderen Käse. Also wollte ich da reinmachen. Egal. Ihr könnt da immer gerne beitreten in der WhatsApp-Gruppe. Dann verpasst ihr auch hoffentlich keinen Stream, so wie eben, wo 4 Stunden später die Benachrichtigung kam. Das ist schon hart. So, die Milch ist auch noch voll. Da sind noch 3 drin. Perfekt. Ich hoffe, morgen werde ich eher benachrichtigt. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das funktioniert. So, ein Müsli haben wir hier auch noch. Ein paar Joghurts. Perfekt. Hier ist schon alles leer. Oha, check mal, wie leer jetzt einfach der Laden ist. Keine Kartons mehr. Also das fühlt sich ja fast gar nicht mehr nach meinem Laden an. Hilfe. Ich bekomme seit Monaten keine Benachrichtigung mehr. Vielleicht aktivierst du die Glocke mal. Also machst die an und aus. Und dann wieder an. Vielleicht geht's dann wieder. Also das ist wirklich sehr problematisch mit diesen Benachrichtigungen bei mir. Ich weiß auch nicht. Und genau deswegen haben wir ja die WhatsApp-Gruppe, wo ich dann immer reinschreibe, so von wegen, yo, hier, ich bin jetzt live. So, Chat, letzter Tag bricht an. Wir werden jetzt so viel verkaufen, wie es nur geht. Und dann entlasse ich euch auf jeden Fall in dieses wunderschöne Wochenende. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht morgen oder die Tage wiedersehen. Aber war heute wieder ein sehr schöner Stream-Chat. Ach, jetzt hatten wir das gar nicht gemacht mit den Fragen, ne? Alter, jetzt war ich so in den Supermarkt vertieft. Lol. Okay, dann müssen wir das nächste Mal machen. Erinnert mich. Dann machen wir das nächste Mal, wenn wir in den Supermarkt gehen mit den Fragen. Wir sind einfach schon seit 3 Stunden am Aufnehmen für das VOD für den Supermarkt. Seit 3 Stunden. Boah, okay, das wird auf jeden Fall auch wieder ein längeres VOD für YouTube. Was ist eigentlich mit dem Kartonberg vor dem Laden passiert? Der ist noch da. Oder was meinst du? Ich hab den nur hier aus dem... Oder meinst du, warum der generell da ist? Der ist hier, der ist noch da. Ich wollte nur einfach nicht noch mehr sammeln, weil mein Spiel nachher crasht oder so.
Da bin ich jetzt gleich mal in die Gruppe, dass ich Bescheid weiß. Also wie gesagt, ihr könnt da gerne reinkommen. Ich spam da auch normalerweise nicht. Also normalerweise gebe ich einfach nur so kleine Updates immer zu den Streams oder eben einfach generell so zu meiner Lebenszeit. Aber ihr könnt da wirklich alle gerne reinkommen. Ich lasse da immer ganz kurz, schreibe ich dann eine Nachricht rein in die WhatsApp-Gruppe, wenn ich live gehe. Und so wisst ihr immer Bescheid, wann der Stream an ist. Ja. Aber ihr dürft nicht vergessen, da müsst ihr auch so eine Benachrichtigung anmachen in der WhatsApp-Gruppe. Ich weiß nicht warum. Aber ja, ihr müsst auf da, müsst ihr irgendwie auf so eine Glocke klicken oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Weil sonst bekommt ihr da auch keine Benachrichtigung und das wäre nicht gut, glaube ich. Ich habe schon ein paar Mal probiert und die WhatsApp-Gruppe geht so oft auch schief bei mir. Irgendwie will mein Handy keine Benachrichtigung. Warte mal, selbst da kriegst du keine Benachrichtigung? Okay. Dann hast du aber irgendwas mit deinem... Weiß nicht, hast du da irgendwas falsch gemacht? Shampoo ist zu teuer für mich. Liebelein, wer schön sein will, muss eben buttern. Ne, so ist es. Keine Ahnung. Wenn du gut duften willst, dann musst du halt eben viel Geld da lassen. Was soll ich dir sagen? Warte mal, die Hähnchen sind leer? Oh mein Gott, Pizza? Ach du Scheiße, die haben uns wirklich den Laden leer gekauft. Okay, dachte, unser Bauprojekt wurde nicht genehmigt. Nee, alles gut. Das Bauprojekt können wir aber erst durchziehen, wenn wir den Laden ein bisschen größer haben. Also wir müssen noch warten, bis wir die Kartons irgendwie stapeln können zu irgendwie einer Burg oder so. Ich hoffe, das geht überhaupt. Ich meine, im schlimmsten Fall müssen wir die halt alle wegschmeißen, aber... Mein Handy hat ein Eigenleben irgendwie. Ach du Scheiße. Chat, müsst ihr morgen irgendwann raus oder ist morgen Ausschlafen bei euch angesagt? Also wie gesagt, bei uns, also bei mir, ich glaube, soweit habe ich morgen nichts jetzt, irgendwie, da ich früher aufstehen muss, so wie heute. Aber wir gehen morgen wahrscheinlich hier alle zusammen Waffeln essen. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Hoffe, das wird ein cooler Abend oder Nachmittag oder wie auch immer. Fett ausschlafen, ausschlafen, Gönnung. Ich muss morgen nur auf einen Geburtstag gehen. Ja, okay, aber da gehst du ja wahrscheinlich nicht früh hin, oder? Stellt euch mal vor, jemand lädt euch zu seiner Geburtstagsfeier ein und der feiert einfach um 7 Uhr morgens. Das wäre auch sowas, was illegal ist, finde ich. Er feiert einfach dann um 7 Uhr morgens. Never. Eigentlich um 9 Uhr. Die Messe fängt schon um 10 Uhr an. Oh. Direkt Freundschaft kündigen. Ist das so? Würdest du die arme Person nicht mal dann irgendwie später noch besuchen gehen? Ich würde eiskalt nicht hingehen. Junge, wenn mir da jemand sagt, ich soll um 13 Uhr auf dem Geburtstag erscheinen. Junge, also... Das wäre es ja komplett. So eine unchristliche Zeit. Absolut unchristliche Zeit. Also, ich bitte dich. Das, also, was sagen Sie dazu, Herr Zahnarzt? Er nickt. Einfach unchristlich, Chat. Das empfindet auch selbst der Zahnarzt hier. 13 Uhr ist okay, aber 7 Uhr? Ja, selbst 13 Uhr ist irgendwie komisch, oder? Oh, guck mal, er kauft ganz viel Bleiche. Was machen Sie wohl mit der Bleiche, Sir? Ich weiß es ja nicht. Unsere Regale werden immer leerer. Wir haben 4.471, Chat. Wir sind reich. Wir sind aber auch arm an Produkten gleich. Aber wir sind reich. Erstmal. Wird leider wahrscheinlich nicht lange anhalten. Wobei doch, wir werden in diesem Glauben erstmal schlafen gehen heute, weil wir werden uns ja dann erst im nächsten Stream darum kümmern. Das heißt also, heute kann ich einschlafen im Gewissen. Geil. Geil einfach. Und wir haben ordentlich Level gemacht. Guck mal, Chat, wir sind jetzt Level 21 und haben jetzt die Hälfte schon. Wir haben zwar keine Produkte mehr, aber Geld. Ja, das ist ja was. Alles ab 20 Uhr aufwärts ist okay. Ja, das stimmt, Yusuf. Das ist absolut respektlos. Hat die ein Arschgeweih? Nee. Das war übrigens nicht respektlos, da ich das gerade gemacht habe. Natürlich nicht. Ich glaube, die mit dem Arschgeweih, die hat braune Haare, ne? Kann das sein?
Ich will um 20 Uhr eingekuschelt in meinem Bett liegen. Ja, das fühle ich aber auch sehr. Boah, shit, wir haben fast 5000. Puh. Ich habe ihnen nur respektvoll auf ihren Hintern geguckt. Ja, ich wollte ja nur gucken, ob die einen Arschgeweih hat. Also kein Grund zur Anzeige oder so, okay? Ja, genau. Und sie... Sie sind Kundin des Tages. Mashallah. Chat, habt ihr das gesehen? 3 Butterklötze hat die gekauft. Die Arme. Die hat auch nichts mehr zu verlieren in ihrem Leben. Alter, die hat mit $200 bezahlt. Das hat noch niemand gemacht. Oder? Die hat einfach mit $200 bezahlt. Ach du Scheiße, die ist sowas von. Also Kundin des Tages. Einfach reich. So, ihre Zwillingsschwester, ja, die ist arm. Einfach mit einem $200-Schein. Krasse Scheiße. Ja, kurze braune Haare und bauchfrei. Aha. Mel weiß ganz genau Bescheid, wer das Arschgeweih hat. Ja, sie scheint aber nicht hier im Laden zu sein gerade. Müssen wir mal drauf achten. Mel weiß ganz genau. Sehr komisch. Hey, Chat, übrigens, ne? Ich hab Harry Potter, ich hab das 6. Buch fast durchgelesen, ne? Mir fehlen irgendwie nur noch, ich sag mal, ein Kapitel oder so, ne? Alter, das ist ja eine Katastrophe, wie düster das wird. Ich weiß ja, dass viele von euch das mögen, ne? Aber das ist ja, also das ist ja so ein Unterschied zu den ersten Büchern, das ist ja Wahnsinn. Boah, Chat, wir haben 5000! Yay, wir haben 5000! Cool. Die Charaktere werden aber randomized, also es muss sie nicht unbedingt, also muss sie nicht unbedingt so aussehen. Okay, ich bin gespannt. Ich glaube aber, ich habe den Charakter, den Melder meinte, in meinem Kopf. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie nochmal kommt. Vorhin hatte auch einer mit 200 bezahlt. Echt, habe ich gar nicht mitbekommen. Mist, ich dachte, das wäre was Besonderes. Ich meine, es ist was Besonderes, weil es ist anscheinend nur 2-mal passiert, aber trotzdem. Richtig typisch gerade. WhatsApp-Kanäle stehen nicht zur Verfügung. Fehlermeldung. Chat, warum ist eigentlich alles auf diesem Planeten gefühlt dagegen, dass ich irgendwie Zuschauer bekomme? Kann mir das mal jemand erklären? Twitch-Benachrichtigungen gehen einfach nicht. Ja, ich muss den Twitch-Support sogar anschreiben, weil ich das ja schon so katastrophal hatte, wo ich irgendwie 50 Leute im Stream hatte plötzlich und niemand eine Benachrichtigung bekommen hat. Und jetzt macht auch noch WhatsApp-Faxen. Also was, warum ist das so? Was habe ich denn verbrochen? Das ist doch einfach nur gemein. Okay, wir haben 5000, ach du Heiliger. Okay, hier wurde nicht gut eingekauft. Ja, Chat. Es ist ganz schön nackt hier, ne? Ganz schön nackt. Im Nackt-Supermarkt. Alles ganz schön nackt. Twitch und Watch-App. Twitch und Watch-App sollten sich schämen. Absolut. Watch-App sollte sich schämen. So nicht. So sah es zu Corona-Zeiten aus, so sah es wirklich zu Corona-Zeiten aus im Supermarkt, ne? Ich habe da noch Safe-Fotos auf dem Handy. Junge, ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie ich durch den Supermarkt gegangen bin und die Regale waren leer. Das war, als wäre ich in der Apokalypse unterwegs gewesen, in der Zombie-Apokalypse. Das war so krank, wie ich da mit Maske durch diesen Supermarkt bin, im ersten Lockdown und so, und alles war leer. Die Regale waren leer, das habe ich noch nie erlebt. Das war so unangenehm irgendwie, dass man, also dass Leute wirklich einfach richtig gehamstert haben. Es war, ich fand das so unangenehm. Alter. So krass einfach. Okay, Chat. Ich würde sagen, wir haben jetzt $5200 und mit diesen $5200 unterm Kopfkissen werden wir uns jetzt schlafen gehen. Und das nächste Mal werden wir uns darum kümmern. Oh, und wie wir uns darum kümmern werden. Wir werden, ja, wir müssen gefühlt alles neu auffüllen. Ach du Scheiße, das wird viel Zeit in Anspruch nehmen, glaube ich. Und wir werden den Laden erweitern. Chat, wir werden den Laden erweitern. Und
Und ich bin mal gespannt, ob das die Seite hier sein wird. Weil dann können wir das erste Mal so ein Regal nochmal erweitern. Das wäre sehr cool. Sogar vielleicht zwei dann. Boah, Chat, es wird spannend. Es wird spannend. Gibt es kein Lager? Doch, es gibt ein Lager, aber das ist einfach... Also wirklich Hardcore-Müll einfach. Hier ist das Lager. Hier, das halte ich von dem Lager. Das halte ich von dem Lager. Zack. Tag 38. Zufriedene Kunden 5. Produkte nicht gefunden 35. Fanden die Produkte zu teuer. 21. Ach du Scheiße. Ja, Chat, wir müssen auf jeden Fall nochmal komplett, wir müssen alles komplett neu einsortieren und vor allem müssen wir auch gucken, dass die Produkte nicht zu teuer sind. Aber wisst ihr, was ich gerade am eigentlich allerschönsten finde? Scheiß mal auf die Kunden. Nicht gefunden. Zu teuer. Hier. Guckt euch mal an, was wirklich wunderschön ist, Chat. Guckt euch das hier an. Unter Einkommen. Seht ihr das? Seht ihr das? Einkommen, Einkommen. $1,639 Bestellkosten 0. Erweiterungskosten 0. Miete 0. Rechnung 0. Nur grün. Das ist wunderschön. Das ist einfach nur wunderschön. Das sollten wir öfter machen, so einen Schlussverkauf. du hast deine Rechnung nicht bezahlt. Ja, warum sollte ich die auch bezahlen? Die können mich alle mal. Hä? Scheiße, ich muss Rechnung bezahlen. Ja, die haben das nicht verdient, dass ich die zahle. Mann, no! Die... haben das nicht verdient, mein Geld. Jetzt habe ich nur noch 4.900 und nicht mehr 5.000. Ja, die 5.000 sah so schön aus. Sir, sie überfahren mich gerade. Ist in der Oh Mann. Junge, ja, du in deinem Lambo natürlich. Das war ja wieder klar. Mel, einen wunderschönen guten Abend. Ah, das denke ich mir im Real Life auch immer. Ja, wirklich. Och nö, sage ich da nur. Chat, es war mir ein Fest. Es war ein wunderschöner Stream. Julia, danke schon auch noch an dich für dein Follow. Wie gesagt, für alle Menschen, die öfters in den Streams dabei sein möchten, einfach Ausrufezeichen Kanal eingeben. Versucht mal, den WhatsApp-Kanal, den WhatsApp-Kanal beizutreten. Da mache ich immer ein kleines Update von wegen, yo, ich bin jetzt live. Oder ihr versucht mit der Benachrichtigung. Manchmal ist es ein bisschen schwer. Für alle anderen auch, ihr könnt sehr gerne auf dem YouTube-Kanal vorbeigucken. Da lade ich alle VODs hoch, genauso wie ich das jetzt machen werde mit diesem VOD hier. Und ihr könnt das morgen um 12 Uhr ganz in Ruhe jederzeit auf YouTube nachgucken. Ihr könnt das jederzeit auf YouTube nachgucken. Junge, ich muss die ganze Zeit wieder zu meinem Supermarkt laufen, Mann. Verdammte Scheiße. Und ich freue mich natürlich über jeden, der hier öfters einschaltet oder auch natürlich den YouTube-Kanal besucht. Da bin ich natürlich sehr dankbar für. Ja. Und damit verabschieden wir uns für heute. Ja, passend dazu ist Tula gerade erwacht. Passend dazu. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss YouTube, bis bald, euer Yoshi. Tüdelü. Und McFly, Dankeschön für dein Follow, Mann.